Ja, grüßt euch, Burm. Heute sind wir endlich wieder hier versammelt im Keller des ewigen Hasses. Volkon Jesus hat schon seinen Winterpulli ausgepackt. Heute Yes. geht es um White Knights. Letztens ist es uns leider abgeschmiert, aber deswegen sind wir jetzt noch besser bewaffnet mit zwei Kameras und vier Notizbüchern. Und Ja. das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man das ja immer wieder auch hier sehen zwischen den Geschlechtern. Wir vor allem hier auch bestimmte Beschützerdynamiken rauskommen. Ja, man sagt ja immer in der Evolutionspsychologie, die Eier von den Damen oder die, ja, wie soll man sagen, die Reproduktionsmöglichkeiten sind begrenzt. Alle 10 Monate können sie bloß schwanger werden. Deswegen ist es ja mehr wertvoll, in Anführungszeichen, weil du mit einer Frau viel mehr für den Fortbestand der Menschheit tun kannst. Und die Männer sind daraus oftmals die Verfügbaren. Das sehen wir halt leider Gottes auch, wie die Biologie auch stammesgeschichtlich immer die Männer an der Front verheizt haben. Sehen wir auch lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, schadlicherweise bei den Küken. Ja, die werden ja auch geschreddert, die braucht man ja nicht. Sondern die weiblichen Damen, die sind hier die Mehrwertschaffenden. Aber da muss man halt vorsichtig sein, ja, dass man nicht naturalistische Fehlschlüsse begeht, nur weil das so in der Natur ist, heißt es ja noch lange nicht, wie wir oftmals sagen, dass daraus soziale Normen oder Moral abgeleitet werden kann. Hier der NPC-Disclaimer. Aber das sind halt dann Dynamiken, ja. Die Männer werfen sich vor die Frauen. Bei der Titanic haben wir das gesehen, die meisten Männer sind draufgegangen, Frauen und Kinder zuerst. All diese Dynamiken sehen wir aber auch immer und immer wieder. Vor allem aber dann beim Dating, ja. Da haben wir auch einige spannende Geschichten heute dabei. Ja, auch gleich zu dieser Beschützerdynamik, das ist ja auch, oder auch zu diesem Verheizen, ne, dass der Mann quasi, was weiß ich, was auch immer für Marktwerte man da sprechen mag, aber ja, irgendwie 100 Männer, egal, eine Frau, super wichtig für die Gesellschaft, ne? Und für das soziale Rudel an sich natürlich. Und da sieht man natürlich auch, dass Männer nicht nur natürlich wirklich jetzt in Kriegen oder so, jetzt mal, wenn man früher zurückgeht, an Fronten verheizt werden, sondern, oder in Bergwerken oder sowas, ne, sondern es wirklich auch intern in der Gesellschaft, im sozialen Alltag, ne, diese ganzen, ich nenne es jetzt eben, wir nennen es ja oft weibliche Unterverantwortlichkeiten oder na, gewisse Dynamiken im Gynozentrismus und so weiter, dass na, der Mann wird immer gefragt nach der Verantwortung, warum hast du jetzt das du verkackt in dieser, in jener Beziehung und so weiter und so fort, ne, was man als Mann alles denn getan hat und so weiter. Na, es ist ja im ganzen Alltag verschiedene Shaming-Strategien oder ne, opportunistische Strategien und so weiter, die Mann ja widerfahren. Und ja, das ist halt so und das wird ja auch als moralisch hochgehalten, das Ganze im Ja, Endeffekt. und vor allem das finde ich so spannend, weil da sehen wir sehr, sehr häufig bei den White Knights, dass wenn man bestimmte, ja, unschöne Dynamiken, wo der Mann halt der Gepeitschte ist, wenn man das nur aufzeigt, dann Männer sehen sich selber als Opfer. Ach, sie sind nur in der Opferidentifizierung drin. Wenn das halt nur eine sachliche Beschreibung des Ist-Zustandes oftmals ist, wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, hier gibt es bestimmte Privilegien, weibliches Privileg, ja, die hat mehr oder weniger nur das gute Aussehen und da kommen ja dann gerade deswegen noch mehr Beschützer, die Punktesammler, wie wir alle wissen, hier 10er Stempelkarte wie beim Kaffee trinken, erhoffen sie sich dadurch, oh ja, sehr gut hast du das gemacht, jetzt darfst du auch mal ran an die Schnecke. Das ist dann oftmals, teilweise zumindest, ein Motivator, aber natürlich siehst du ja auch diese Normen, das finde ich ja so spannend, dass das ja gesellschaftlich, ja, diese Norm wird gar nicht hinterfragt. Weißt du, man, der Mann, der ist halt 14 Stunden im Kohlekraftwerk, der verheizt sich halt an der Front. Oder solche Dynamiken, solche Narrative, die dann oftmals teilweise dadurch informiert sind. Und ja. Ja, wie hat das letztens eine Freundin von meinem Kumpel so schön gesagt, weil ich auch gemeint habe, so, ja, er kann es nur falsch machen. Egal, also, ne, egal um welche Situation es jetzt geht oder halt Aussagen oder ne, was er machen sollte oder nicht machen soll und so weiter und so fort. Er kann es nur falsch machen. Sie so, ja, natürlich kann das nur falsch machen und grinst dabei. Also, sie, na, man kann sich anscheinend schon ab und zu ins Gedächtnis rufen, dass das so ist, alles diese Dynamiken. Ne, damit wird ja auch immer, ne, das wird ja auch in so Stammtischdingern und so wird ja sowas auch immer Quatsch gerissen nach dem Motto. Oder ne, in Runden wird das über sowas auch Spaß gemacht oder so Comedians spielen mit sowas, in Filmen kommt es vor und so weiter. Aber sobald man dann tatsächlich darauf hinweist, auf konkrete Phänomenformulierungen,
dass dies und jenes alles so sei. Das ist ein Blödsinn, das ist Schwurblerei, das ist Verschwörungstheorie, das ist Frauenhass, das ist Biologismus, Frauenhass, dann auch wieder diese typischen moralistischen Fehlschlüsse, wie wir schon öfter auch gesagt haben, dieses, letztens hat eines mir gesagt, ja, da kommen beide Seiten einfach wie so Arschlöcher rüber. Das war ein Gegenargument dagegen, dass das nicht so sein, dass das nicht so ist. Moralistischer Fehlschluss, ja. Ja, also, wo ich sage, ja, das mag man jetzt so sehen, normativ oder nicht. Ja. Aber was machst du, wenn es so ist? Ja, klar. Aber damit können die wenigsten, mehr oder weniger, die tun sich schwer, weißt du, wie ich meine, habe ich heute auch mit einem Kumpel besprochen. Freiheit hat ja ein Gegenpaar, nämlich Verantwortung. Und viele Menschen wollen das gar nicht, diese Freiheit haben. Weißt du, ich meine, die wollen das vorgefüttert, abgefertigt, kriegen die Information, so ist es. Bitte nicht selber denken. Deswegen ist es uns auch immer wichtig, dass ihr selber euren Verstand benutzt. Das machen ja wenige. Und das ist halt aber auch mit Verantwortung einhergehend, ja, dass auch die, wie soll man sagen, die Red Pill Rage oder das ist ja eine Art von Bürde, dass du nicht mehr in diesem Hollywood-Disney-Film leben kannst oder dann auch willst, weil du siehst es ja dann überall, die Dynamiken, ne? Das ist ja dann auch das. Und vor allem diese, ja, auch um jetzt ein bisschen vorzugreifen, in Verbindung mit den White Knights gibt es ja auch die Blue Pill Alphas, das ist auch eine sehr spannende Mischung, ja. Absolut. Alphas im Punkto, ja, der ist konfrontationsfähig, der weiß sich durchzusetzen und hat auch das Mindset diesbezüglich, aber ist im Punkto der geschlechtlichen Dynamiken halt total blauäugig. Und das zeigt sich ja dann in dieser Geschichte, ne? Naja. Pack mal aus, ja. Also jetzt die Blue Pill Alpha oder. Die Blue Pill Alpha, wo du erzählt hast, ja. Genau, gestern ein Gespräch gehabt mit einem. Da war einem sofort bewusst, okay, das ist so ein bisschen der Chat, also wirklich wie er im Buche steht tatsächlich. Hat er auch das Aussehen gehabt, Körpergröße und so? Ja, also im Mainstream-Bereich, ja. So ein Higher-Tier-Normie, wie er. Ja, halt so 3-Tage-Bart und so kurze Haare und ein bisschen IT-Brille, so mehr oder weniger. Halt, ja, solche Arme beieinander und so, also gell, ein bisschen was für die Kissinger-Girls war schon dabei, so nach dem Motto. Ja, aber auf jeden Fall, ja, der meinte eben auch so als es dann auf das, also mit dem konnte man ganz vernünftig quatschen, so weit und so fort, aber als dann auf dieses Red Pill-Thema kam, beziehungsweise gesellschaftliche Dynamiken, Dating-Dynamiken, Frau-Mann etc., Verhaltenstendenzen, da war es dann sofort, diese ganze Abstreitspalette der Form, dann kam sofort auch von dem, wo ich mir dachte, von dem Kerl, so ein, also den Who-Hurt-You-Vorwurf, das ist ja auch völliger Blödsinn. Yeah. Also das ist ja aus dem feministischen Lager eigentlich, also schon, das ist ja, gut, das ist vielleicht aus dem feministischen Lager fast noch größere Schweinerei, weil da aus dem Feminismus heraus ein Who-Hurt-You als Gegenargument gegen da irgendwelche Behauptungen von dieser Seite aus zu bringen, ist ja, ne, das ist ja, also ich meine, soll ich das dann umdrehen und auf Feminismus sagen? Ja, schon. Also das ist ja das Lustige. Ne? Der Feminismus oder vieles davon ist ja oftmals aus Ungerechtigkeiten in bestimmten Aspekten. Das ist ja trivial, eine Verletzung. Ja. Und daraus hat sich ja erst die Motivation ergeben. Wobei man hier natürlich aber auch reinschmeißen muss, was auch immer ganz wichtig ist. Viele White Knights, auch aus dem Konservativen, ja, die traditionellen, oder ja, wie soll man sagen, eher so, auch wie er in diese Richtung war, ne? So konventionelle in Verbindung mit diesen traditionellen Konservativen, dass sie dann sagen, ja, ein Mann nimmt es und hat die Klappe zu halten, da kommt ja dann oftmals auch so eine White Knight, bloß halt von dieser genau, das Seite ist dieses raus, White Knight-Tum, ne? Und das Blue Pill-Alpha-Tum, das hängt insofern stark zusammen, indem es dann eben insgesamt eigentlich die ganzen, da kommen wir ja dann später nochmal gezielter dazu, alle wieder reduziert aus der evolutionären Psychologie betrachtet, die ganzen Strategien der Frau eben trägt von einem großen Teil. Ne? Mhm. Vor allem, was ich hier halt immer auch interessant finde, ist ja mit dem Who hurt you oder wer hat dich verletzt, das ist ja, wie wir gerade gesagt haben, so, ja, nur weil einem was Schlimmes oder was Schlechtes oder Unschönes passiert ist, kann das ja nicht den Anspruch oder den daraus resultierenden Problemlösungsverlauf diskreditieren. Aber das versuchen sie ja oftmals, weil sie dann sagen, ja, du bist so emotional involviert. Total. Das ist intellektuell nicht mehr redlich dann. Genau, weil es ist genauso, als würde man dann als
ja, 1940er Mann zu den Feministen sagen, ja, ach ihr Weiber, ihr seid bloß so emotional, ja, dieser unschöne Vorwurf, ja, ihr braucht bloß mal wieder einen Mann, dann, dass ihr wieder klarkommt. Und so ist es ja dann nur umgedreht, dass er dann auf die Männer geworfen wird. Und Naja. zwar von beiden Seiten, ne? Von Ja. diesen traditionell Konservativen, sei ein Mann und so weiter. Und ist ja das Gleiche, ne? Schütz dich oder wirf dich schützend vor Frauen, sei hier der Verteidiger. Hab vor allem die volle Verantwortung, aber du bekommst ja selten bis nie das gleiche Maß an Autorität oder Entscheidungsfreiheit dazu. Und die Feministen ja das gleiche nur von derer Seite. In Verbindung damit, was ich halt so interessant finde, dass der Feminismus ja, weil das ja auch wieder von traditionelleren Seiten gesagt wird, ja, das ist diese Ideologie da draußen, das ist die sogenannte, im Englischen heißt Hook-up-Culture, diese Spaßkultur. Und das wird dann so separat irgendwie betrachtet. Das kam da irgendwie aus dem Äther, aus dem Kreationismus, haben wir das herbeigezaubert. Währenddessen, das ist ja natürlich auch ein adaptives, biologisches Problem teilweise löst, ja. Die Feministen oder Feminismus allgemein ist ja teilweise der verlängerte Arm der Hypergamie, wie ich immer sage, oder besser gesagt, der Lobbyismus für die Hypergamie. Und das zeigt sich dann im Feminismus, Zumindest ja. in dessen Ausführung. Genau. Ja, das ist ja nämlich der Punkt, Das weil so wie er siehst du. ausgeführt wird und so wie er im Ja. Alltag einem entgegengeschleudert wird, so als Ja. Mann, so nach dem Motto, und wie er im öffentlichen Diskurs oft geführt wird, Ja. ist es genau, also ja, ist es eins zu eins sind das Red Pill-Struktur, also Red Pill-Dynamiken, die sich da offenbaren im Ja. Endeffekt. Währenddessen, darauf will ich auch mal hinweisen, dann ja auch wieder Disclaimer-mäßig und so nach dem Motto, aber finde ich auch sinnvoll. Das Idealistische, da darf man sich ja drüber unterhalten, was da dahinter steckt. Ja. Aber das ist meistens, gerade wenn man eben sowas wie Red Pill-Dynamiken verneint und schämt, ist es ja ziemlich dumm, das zu tun, wenn man ja immer Gleichberechtigung schaffen will und gar nicht weiß, woran es hängt. Ja, schon. Ja, also, aber das Idealistische, da darf man sich ja gerne drüber unterhalten. Aber ja, sorry. Und das finde ich ja dann auch immer so interessant mit dem, ja, dass man sagt, wie gerade gesagt, ja, das ist diese promiskuitive Kultur und so weiter. Währenddessen, wenn man es genau betrachtet, das ist ja nur die unregulierte weibliche Strategie im Dating ist, ja, dieses Naja. ganze Online-Dating, Tinder, das ist ja die Maximierung von der kurzfristigen Strategie und zwar nicht nur von Frauen, natürlich auch von den 10%lern oder 1%lern, wie man es jetzt sagen möchte, die eben oben an der Nahrungshierarchie bei den Männern sind und die halt dann von den Frauen gewählt werden und umgekehrt. Und das ist ja eine Strategie aus der Welt des Bungas, die sich aber dann kulturell zeigt. Und das finde ich so interessant, dass ja dieser, wie ich es dir mal in der Sprachnachricht gesagt habe, die Unterscheidung zwischen kulturell und biologisch ist ja oftmals so was Sekundäres, weil wenn man das betrachtet, ist es ja beides irgendwie adaptiv, um Probleme zu lösen. Man sieht, okay, biologische Imperative, Männer unendlichen Zugriff auf unendliche Frauen, Frauen den besten Mann, das beste Gen, wegen hohem Elternaufwand und so weiter. Und dementsprechend wird ja dann gegeneinander austariert. Die Männer, die nicht unendlichen Zugriff auf unendliche Frauen haben, weil sie keine 10%ler sind, sagen dann, okay, wir wollen Monogamie, dass wir mal wieder produktiver sind, dass man auch Frauen abbekommen. Das wird dann versucht, kulturell zu etablieren, mehr von der männlichen Seite, aber natürlich auch von der weiblichen Seite, weil sie wollen ja auch den Mr. Stabil Langzeitversorger, obwohl sie natürlich schon selber Geld verdienen können, ist dieses Bedürfnis nach dieser emotionalen Stabilität und diese Dinge da. Und deswegen sehen wir da immer diese Trade-offs, finde ich so geil. Es gibt diesen US-Amerikaner, der heißt Thomas Sowell, kennen einige von euch bestimmt auch, der eben sagt, ja, es gibt keine Lösungen, nur Kompromisse, also Trade-offs im Englischen. Und das siehst du ja die ganze Zeit, ne? Das sind ja Naja. alles Trade-offs, diese ganzen Geschichten. Der White Knight versucht sich ja auch hier für Frauen stark zu machen, weil er sich den Kompromiss erhofft, hey, pass auf, ich stelle mich hier jetzt für dich schützend auf. Das ist halt ein verborgener Vertrag, der nicht verbalisiert wird. Dafür erhoffe ich mir aber das eine oder andere Leckerli. Entweder das oder wie wir auch gerade schon gemeint haben, ne, diese Beschützerdynamik, die ja dann generell in Gesellschaften Genau. die Frau halt einfach hochhält als wertvolle Person, als wertvolles Gut, wenn man das Weil so sie nennen eben will. Kinder kriegen kann. Genau, genau. Ja. Ja. Und nur kurz als Einwurf zu dieser Kultur versus Biologie-Schiene wieder. Das ist ja auch interessant, weil
Das Ding ist, man kann ja jede kulturelle Finte von Menschen und jede kulturelle Dynamik, sowas wie zum Beispiel Patriarchat und patriarchale Strukturen und so weiter, das kann man ja auch wieder übersetzen in, was heißt biologisch? Na, da gibt es so einen Begriff, der nennt sich verallgemeinerte Evolutionstheorie. Damit wollte man eigentlich, man hat halt gesehen, dass auf verschiedenen Mikro- und Makroebenen der Erklärung, wo zum Beispiel auch sowas wie Kultur dann vorkommen mag, dass das alles evolutionär abläuft. Na, dass das alles unter Selektion, Adaption und so weiter läuft. Und dementsprechend kann man das ja alles übersetzen in diese eigentlich, ne, in der Philosophie würde man sagen, ontologisch neutralen. Also das ist, was das ist, ob das biologisch ist, geistig oder was auch immer alles, geistige Leistung oder konstruiert und so weiter, das wissen wir gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall systemtheoretisch. Also ne, es sind halt einfach Logiken, die da am Werk sind, so Selektionslogiken. Bedingtheiten auch, Ja, ja. genau. Und wenn man das. Und dann geht es nur noch um Erklärungsebenen nach unten. Und wenn man jetzt eben sagt, dass das ganze menschliche Verhalten eben evolutionär biologisch erklärbar ist, dann hat man halt zumindest eine Sache gut in der Anwendung dann. Weil das Problem ist, wenn ich das auf kultureller oder sozialkonstruktivistischer Ebene belasse, dann kann ich das nur legitimieren mit zwei Annahmen. Entweder diese Phänomene sind einfach so. Kreationismus, sage ich immer, Genau, ja. genau. Der Gott hat es vor 6000 Jahren Ja, herbeigezaubert. genau. Also man kann eben, also ich meine, das kann man ja auch alles, ne, erstmal Phänomene, die man einfach so betrachten, die sind ja auch erstmal einfach so da. Ja, Und dann klar. fragt man erst weiter. Also von dem her ist es ja auch nicht zu verneinen, das erstmal also durch diese Einfach-so-Brille zu betrachten. Aber wenn ich dann handeln will in der Wirklichkeit, dann muss ich halt irgendwie weiter die Ursachenebenen runterklappern. Ne, weil ansonsten kann ich nirgendwo irgendwie einen Nagel hinhauen oder so, wenn ich nicht wüsste, dass dies und jenes da auf das Teil wirkt und so weiter. Ne? Ja, weil alles ist ja auch an eine Funktion bedingt. Das ist ja wie mit den Genau. Emotionen, ne? Emotionen dienen ja auch einem Motiv Ja, sozusagen, ja. so argumentiert ja lustigerweise auch der Feminismus, auch teilweise immer mehr, habe jetzt auch an der Uni immer mehr mitbekommen, natürlich gerade natürlich auf männliche Verhaltenstendenzen, ne? Also hier Monogamie ist die Erfindung des Mannes und, ne? Und Vaterschaftssicherheit, so, da wird auch immer mehr, oder hier Female Choice von der Maike und so weiter. Ja, aber das Problem dabei ist ja folgendes. Erstens, zwei interessante Punkte, wo du auch immer mit den White Knights siehst. Erstens, dann kommt ein bestimmtes, ja, ach, ihr seid ja so reduktionistisch, ihr tut ja alles auf Biologie letztendlich reduzieren, weil ja Kultur ja letztendlich dann auch nur aus der Biologie kommt. Aber das stimmt ja nicht, weil die beiden sind natürlich adaptiv, aber in der Wechselwirkung, weil die Kultur, die sich ja oftmals auf den Nährbogen der Biologie ergibt, kann die Biologie ja auch teilweise verändern, ja, epigenetisch und lauter solche Dinge, aber der Knackpunkt dabei ist die wirklich harten Veränderungen, die dauern ja Tausende oder Jahrhunderte. Und du kannst nicht von jetzt in 50 Jahren sagen, okay, jetzt da schmeißen wir das ganze Ding über Bord, weil diese Dynamiken weiterhin eben ihr Unwesen treiben. Und das ist dann sehr interessant, dass ja sie sagen, okay, ja, okay. Oder auch Feministen, die dann hier mit diesen biologistischen Dingern kommen. Fallbeispiel, ich habe auch einen Zuschauer, der ist zum Beispiel Hausvater oder hat sich vor, keine Ahnung, vor 21 Jahren als zum Hausvater entschieden. Und der muss jetzt ironischerweise gerade sich von Feministen sagen lassen, dass er ja ein häuslicher Parasit teilweise auch ist. Ja, da werden dann böse Sachen gesagt, nur weil Nein. er sagt, okay, ich möchte von mir aus meinem individuellen Lustempfinden, mich einfach um die Erziehung meiner Kinder kümmern, weil es macht mir mehr Spaß, als im Büro zu sitzen. Und ich finde, dass das auch möglich sein muss. Ja, zumal der ironischerweise schießt sich ja da der Feminismus selber ins Bein, Ja. insofern Ja, ich ja, damit ja. ja jegliche bisherige, es mag eine Strategie sein. Oder es mag auferzwungen vom Patriarchat sein, das ist ja immer diese die ganze Debatte, ne? Alles Ja. ist vom Patriarchat, oder es ist oder es ist dann, manches ist vielleicht auch beides und trotzdem Ja. ist es irgendwie beide Strategien, ne? Und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, dann habe ich den Status quo, den sie bisher mal bemängelt haben, dass Frauen da drin sind, den habe ich dann umdreht Ja. und habe das aus Versehen jetzt geschämt. Und vor allem das Krasse ist, dass dann auch diese mehr traditionelleren Männer dann zur Hilfe den Feministen kommen und gegen ihn, oh, was bist du für ein Mann, Hausvater Eben, und so weiter. ja. Und das ist so lustig, Ja, ist ne? witzig, ja, weil es ist egal, es muss einfach nur geschämt werden. Es ist egal, was es ist am Ende. Und das, aber der Knackpunkt dabei ist, ich finde, es sollte völlig okay sein, dass er das möchte, wenn er das will. Genauso wie mir ist scheißegal, ob irgendeine Frau dann Elektriker oder Techniker wird. Trotzdem haben wir statistisch gesehen im Durchschnitt viel mehr Männer, die eben, ja, diese ganzen, ich möchte jetzt Karriere machen, und Frauen, die viel mehr diese Kümmerer sind.
Und der nächste Knackpunkt, den eben auch hier du finden konntest, die Frau war dann auch irgendwie höher angesiedelt, ja, ich glaube Chemikerin war es. Und dann kam es halt zum Auflösen der Beziehung, weil Frau möchte ja, der muss ambitioniert sein, der muss Kohle, dieser Brot-Hauptverdiener, das sehen wir ja auch immer wieder, das verstärken ja immer wieder Frauen. Und ich glaube einfach, dass das teilweise einfach zu sehr verhaltensgenetisch, evolutionspsychologisch auch drin ist. Und du, egal wie krass du da rein sozialisierst, teilweise was drehen kannst, dass an den Randpunkten ein paar Frauen dann sagen, ja, okay, das finde ich gut, weil es dann auch sozial verstärkt ist, aber trotzdem innerlich immer noch, weißt du, diese hypergamen Impulse, vor allem wenn es um langfristig, ja, der muss mehr als ich verdienen, der muss mehr Ambitionen haben. Und selbst wenn sie aus der gleichen Kaste kommen, sie ist Akademikerin, er ist Akademiker, muss er noch mehr einen Doktor haben, habe ich ja auch mal aufgezeichnet in diesem 50-50, wo dann beide sagen, ja, wir machen 50-50, aber der Mann hatte dann einen Doktortitel und sie war halt nur so, ja, literaturmäßig, obwohl sie im gleichen Genre unterwegs waren. Das wurde aber dann im Artikel versteckt, aber weißt du, ich meine, das sind genau diese Dinge. Und weil du jetzt gemeint hast, so, dass das natürlich dann Jahrtausende dauert, der Witz ist, also hier wieder ein bisschen Biologismuskritik, das muss, also es muss nicht zwangsläufig so sein. Es kann natürlich auch jederzeit sein, dass irgendwelche bisherigen Schätzungen oder irgendwas, ich meine, geschätzt wird da gar nicht viel jetzt in evolutionärer Hinsicht natürlich in die Zukunft. Aber gerade deshalb können wir natürlich auch annehmen, ja, vielleicht ändert sich das schon übermorgen. Aber das hilft mir halt im jetzigen Status quo, wenn ich mir den Querschnitt der jetzigen Gesellschaft halt anschaue, hilft mir das halt nichts, das zu leugnen, dass es so ist, wenn das jetzt halt nicht so ist. Vor Also, allem ist es auch immer kulturübergreifend so, weißt du, ich meine, du siehst es ja nicht nur bei uns, sondern ich habe auch einen Zuschauer, der schickt mir sehr häufig auch, der kommt eher aus dem islamischen Raum, der zeigt mir auch, ja, in der Türkei oder selbst in diesen arabischen Teilbereichen siehst du auch immer mehr Red Pill Content, weil die auch dieses Grundproblem haben, in Anführungszeichen, die Frau möchte traditionell sein, ja, voll Muslime, aber zeitgleich, also im Sinne von, sie möchte der Mann, der soll traditionell sein, ja, der soll Kohle verdienen, der soll der 1950er Mann sein, der soll zum Essen einladen, aber sie möchte auch zeitgleich modern sein. Sie möchte diese Privilegien der modernen Frau halten, aber die Verantwortung soll weiterhin beim Mann sein, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch die Trinität des Feminismus, deswegen sehen wir es ja auch überall. Autorität der Männer, Privilegien der Frauen und Verantwortlichkeit der Kinder. Und das ist halt auch so ein Ding, was mich da ein bisschen pessimistisch stimmt, weil du es eben überall siehst und viele Männer, das egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, die gleichen Probleme haben. Ja, und dann hat man, dann muss man sich am Ende auch immer fragen, was diese, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen auf diese Erklärungsmodelle, ne, wo wir gesagt haben, man kann jetzt entweder sagen, das ist einfach so. Also es hat sich geschichtlich tradiert und das hat sich pädagogisiert und so weiter und so fort. Hat sich halt alles so sozial konstruiert. Einfach so. Oder die andere Variante ist eben, dass ich sage, und das ist ja das, was der Feminismus dann dazu gegriffen hat, es ist vom Patriarchat oder von patriarchalen Strukturen. Da wird ja auch mal so debattiert, das habe ich jetzt auch letztens in der Hausarbeit geschrieben, dass wenn man dann immer sagt, das mache ich eben gerne, ich setze das Patriarchat immer gleich mit der Summe an toxischer Männlichkeit, also ergo männlichen Verhaltenstendenzen oder Phänomenen. Ja, das ist aber so Das wird, schwammig, ne? Das wird ja nie bezeichnet. das, Die definieren das ja nie. genau, Was das ist Ding ist, ja, das toxisch? wird aber auch verneint dann, nämlich das ist der nächste rhetorische Schritt, dass da dann gesagt wird von der Seite aus, nein, da habe ich das Patriarchat falsch verstanden, den Patriarchatsbegriff, weil es, deswegen spricht man ja mittlerweile auch ganz schlau von patriarchalen Strukturen. Ja. Aber Eine auch da, Verschwörung ohne Verschwörer, das genau, ist ja das ist das, auch wieder ein einfach so. ja. Aber das ist nämlich ein einfach so plus völlig isoliert logisch davon. Aber es sind Männer trotzdem zu Rate zu ziehen für diese ganze Sache. Ne? Die haben da die Verantwortung und da müssen wir schauen, dass das ganze Toxische da abgebaut wird und das Männliche da ein bisschen im Zaum gehalten wird und das Weibliche eben hoch muss. Aber gerade aus dieser Argumentation raus versteht man ja, okay, wenn das Patriarchat oder die patriarchalen Strukturen überhaupt irgendetwas sein sollen, dann können sie in der logischen Analyse nur männliche Verhaltenstendenzen sein. Also man muss und kann den Patriarchatsbegriff nur in das Sammelsurium
an allen männlichen Verhaltenstendenzen. Ja, aber damit kommen ja immer die White Knights daher, die sagen so, ja, ah, ja, das ominöse, also diese Nicht-Falsifizierbarkeit sehen wir da immer, das ist so in Raum und Zeit irgendwo ist das dann, und daraus ergeben sich dann diese Verhaltensweisen, währenddessen ja dann Frauen immer wieder, das ist wirklich dieser Knotenpunkt, der vehement abgestritten wird, auch von jeglichen White Knights, Frauen wählen ja immer wieder bestimmte Arten von Männern im Punkto Körpergröße. Ja, der darf ja nicht unter 1,80 sein. Man sagt ja schon, 1,80 ist das neue 1,70 und solche Dinger. Und Kinder. Genau, dann sagen sie, okay, der Mann ist ein oberflächlicher Hund, wenn er sagt, ich möchte eine schlanke Frau, die auch kochen kann, aber bitte sei über 1,70 und ja, Sixpack darf auch nicht fehlen. Ja, das. In einem Atemzug dann, ja. Beziehungsweise, es wird ja dann oft eingeräumt. Oder Verhaltensweisen, dann, ja, diese. Ja, ja, manchmal eben, das ist nämlich der Punkt dann vor allem, weil manchmal wird natürlich dann schon eingeräumt, ja, ja, Frauen und Männer sind ja beide oberflächlich, wo ich sage, ja, nee, nee, das stimmt ja nicht einmal. Ja, Frauen sind auch oberflächlich, aber vor allem schauen sie ja auf ganz bestimmte in der weiblichen Kognition triggernde, na, Verhaltenslogiken oder Marketinglogiken, will man ja schon fast dann eben sagen. Yeah. Weil das ist ja der Punkt, ne? Weil wenn jetzt einer tatsächlich idealistisch irgendwie sagt, nö, ich mag offen kommunizieren als Mann oder ich mag dies und jenes tun, ja, dann fliegt er halt raus aus der Selektion. Mhm. Und das ist eben der Witz, ne? Dass dann, wo ich sage, ja, okay, es ist doch schön, dass ich als Mann oberflächlich auf Oberflächliches draufschaue, währenddessen die Frau dann einen instrumentalistischen Blick auf Verhalten hat und Aussagen. Mhm. Und das Einzige, was überhaupt nur idealistisch sein kann, sind Aussagen und Verhalten. Ja, und das ist aber, also das drückt ja quasi idealistisch. Das ist ja genau das, ist ja eigentlich fast nur schlimmer, also wenn man das jetzt bewerten will überhaupt, ne? Das ist ja was Empirisches. Aber wenn man das dann eben, ja. Erstmal ist es empirisch gemeint, wenn man das dann wieder in so einen gesellschaftlich-idealistischen Kurs zurückbettet, was ich ja dann gerne oft mache, dann kann man eben sagen, puh, dann können wir uns tatsächlich drüber nachdenken, was ist da jetzt eigentlich cooler? Ja, aber man muss immer wieder auch sagen, weißt, Frauen schauen, oder sagen wieder, ah ja, die Männer, die schauen so oberflächlich aussehen, muss man erstmal sagen, ja okay, Aussehen ist ja nicht oberflächlich, weil es ja nur der, wie soll man sagen, der Phänotyp also, vom Genotyp ist. Es ist halt trivial oberflächlich, ja? Weil Aussehen kann nichts anders sein als Oberfläche. Ja, aber Frauen das heißt sind ja ganz genauso oberflächlich, nur schauen sie dazu noch aufs Verhalten, naja. Weißt du, ich meine? Weil diese ganzen kurzfristigen Indikatoren, ob ein Mann jetzt gutes Gen hat, wird ja primär Muskularität, Körperbau, Aussehen, Körpergröße und zudem muss er ja noch Alpha-Traits, ja. Diese Alpha-Traits haben. Und das ist dann genau das, was ich mir dann denke. Und das hast du ja auch diesem einen Blue Pill Alpha gesagt. Ja, ja. Das habe ich ihm auch alles gesagt. Dann hat er, dann ist er da quasi wieder so, hat er das auch alles verneint und bla. Und man muss ja als Kerl nur, ja, diese Konfidenz und so, man muss ja da. Dann sage ich, ja, das ist ja alles schon gut, aber ich habe ihm dann so ein bisschen vorgerechnet, ne, 80, 20 und so weiter und eben auch solche, diese Alpha-Traits, Alpha-Seed-Beta-Need und so weiter. Mhm. Und ja, dann auch diese heftige, der heftige Aufwand, der bei Männern damit einhergeht, zumindest wenn man jetzt mal vom 80%-Durchschnitt sich das anschaut. Als Normie, wie man ja genau, sagt, und wieder nicht mal Till Lindemann-Beispiel da steht, so nach dem Motto, dann ist halt der Aufwand mordsriesig und es kommt jetzt natürlich darauf an, wo man jetzt wieder Privilegien, ja, nein, für Mann oder Frau aufmachen will. Aber wenn wir jetzt als Beispiel eben nehmen, sich sexuell auszuleben, da bin ich dann so ihm dann entgegenkommen mit sowas, da hat halt die Frau eben heftige Vorteile, weil sie da natürlich verschiedenste Vorteile, können wir jetzt dann nennen, die lassen wir jetzt ein bisschen kleiner, aber wir wissen das ja, oder wenn es Pickup zu übersprießend war, ne, dass dann solche so weibliche Eugenik-Dynamiken greifen und dann so, Achtung, da ist ein Creep, ne? Creep-Shaming. Ich da sage immer, die Frau wird geslut-shamed, der Mann wird gepick-up-shamed. Oder auch das was dann Virgin-Shaming. Ja? Ja, ja. Die sagen ja dann oftmals, ah ja, schaut doch mal den Deppen mit dem Bart an, ja. Das ist eine Insel. Ja, ja. Also insgesamt sind es eben einfach, ist es Beta-Shaming, wenn man das so nennen will. Dann ja. Ist ja alles. Also sei das jetzt die Virgin, sei das jetzt irgendwie, oh, der hat auf der Party irgendwie, da kommen wir später noch kurz zum Ding, da waren irgendwie 10 Mädels, davon hat er irgendwie 8 irgendwie anquatscht oder so nach dem Motto, ne, so, Achtung, boah, der, na, das ist ja alles, sind ja alles Anti-Alpha-Verhaltensmerkmale, ja. Und die werden ja eben abselektiert und sie werden ja nicht nur von einer Frau einfach abselektiert und freundlich und gut ist, sondern, wir hatten das ja auch schon öfter in Videos, das Kollektiv, ja. Da kommt dann auch oft weibliche Aggressivität mit rein, mhm. Das wird halt einfach als eklig empfunden,
Männer werden mit reingezogen, Blue Pill Alphas, die dann auch sagen, boah, der ist ja lächerlich. Das ist wie Ja. bei StarCraft, glaube ich, mit diesen Zergs, die haben ja auch so, was der eine weiß oder irgendwie so, weißt du, Ja, genau. auch diese Filme, wo du dann halt, wenn es einer sieht, dann weiß es sofort der ganze Ja, Schwarm. genau. Ja. Also Betas werden halt einfach verbrannt. Oder wie jetzt mal Bekannte von mir gesagt, so ja, man kann als Frau eben ja heftig Politik machen gegen Männer. Ja, Ja. einfach warum? Und das ist ja der Punkt, du brauchst ja als Politiker immer Erfolg. Und dieses Volk besteht jetzt in unserer Metapher aus White Knights, natürlich an erster Front vorne. Ja. Im Hintergrund die Blue Pill Alphas, die einfach das Maul halten. Mhm. Oder im gegebenen Fall auch nur drauf mobben. Ja. Weil das ist ja Sei irgendwie einmal, peinlich. Er ist ja ja. selber peinlich berührt. Ja, du jetzt, na, man up. So nach dem Ja, Motto, genau. ja. Und schon auch noch ein bisschen diese Beschützerdynamik. Es ist dann vielleicht eine zwangsläufige White, aber dann wird der Blue Pill ja doch irgendwo zum White Knight. Wenn er eben diese Beschützerdynamik ja auch zeigt, dann doch so ein bisschen, hey, lass mal das Mädel in Ruhe oder irgendwie Ja, was, weiß ich. oder um es jetzt mal ganz kurz, ja, so Konservative sagen so eher, ja, wir müssen die Frauen vor den unschönen Aspekten von Migration schützen, ja, auch diese Beschützerdynamik hier. Und von der linken Seite hörst du dann eher so, ja, mehr so in dieses Soziales, ja, wir Vor müssen, weißen Männern schützen zum Beispiel. ja, um der so Platz runter zu, aber Oder das sind zwei generell Dynamiken, Männer. weißt du, ich Generell meine. Männer halt, ja. Genau. Und was ich hier auch so hochgradig spannend fand, weil hier auch gesagt wird, ja, die Männer sind ja für diese Kriege verantwortlich, weißt du, wie ich meine, um es jetzt mit den weißen Rittern zu assoziieren. Da gab es ja auch diesen Orden der weißen Feder, wo man den Männern dann angesteckt hat, ach, schaut mal, und vor allem Frauen waren das, muss man sagen, ja. Ach, ein WK2 oder was, Ja, genau. genau, das ist ja eben Orden der weißen Rose, den haben sie dann die Federn angesteckt, das ist ein Feigling, der möchte nicht in den Krieg gehen, möchte ihn an der Front verheizen lassen und natürlich auch von den Männern, was ist das für ein Mann, weißt du, ich meine. Naja. Und das sind dann auch solche interessanten Dynamiken und auch so ein plattes Bild, dass man sagt, ja, wenn Frauen alle an der Macht wären, dann gäbe es keine Kriege mehr. Muss man bloß mal Hillary Clinton anschauen, wo sie sagt, ja, wo sie den Gaddafi umgelegt haben mit den ganzen Konsequenzen. Ja, wir haben ihn gesehen, wir sind gekommen, haben umgelegt, hahaha, und so weiter. Und Kleopatra oder halt auch dieses, ja, diese Motive mit der weißen Feder, wie gerade gesagt. Und das sind dann auch eben so politische Moves in der Triangulation, wie man ja sagt. Oder um es jetzt, weißt du, Narzissten, um es jetzt hier Ja, zu sehen, man mit muss den eben, fliegenden Affen. ja, man muss eben auch sagen, auch wieder hier, wie ich oft einwerfe bei so Diskussionen mit sämtlichen Gruppierungen, wo ich auch immer sage, ja, es ist, das auf die Passivität der Frau hinzuweisen, ist erstens mal trügerisch, wie du ja auch schon öfter sagst. Ja. So passiv ist diese Passivität ja oft gar nicht. Die ist Ja. halt nur fetzen subtiler Mhm. und arbeitet halt mit gängigsten psychologischen und juristischen, wenn man schon fast nennen will, Moves. Ja. Deswegen ist ja auch, kurzer Einwurf, deswegen fand ich es auch unschlau von Tomassi, The Rational Male zu nennen. Ich glaube, aus Marketinggründen, gerade auch um so ein bisschen das Famie-Lager zu besänftigen, hätte er das, glaube ich, nennen müssen, Vollkorn Jesus digitiert zum White Knight. Wir wollen die Fe Er will die Feministen besänftigen. Nee, einfach, nee, um alle Leute halt da ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, um diesen Disclaimer wieder, ne, um diesen NPC-Algorithmus, wie du es so schön sagst, nicht anzuwerfen, unnötig, Ja. hätte er sagen müssen, oder nicht das nennen müssen, das Buch The Rational Male and the Psychological Female. Weil das ist ja der Punkt, ne? Wenn insofern der Mann dann von mir aus diesen ganzen Implikationen aus in der Konsequenz dann der Rational ist, Ja. weil er rational empirische Modelle erstellt und so weiter und so fort, weil er das muss in Anbetracht der Marktmacht der Frau, ist aber auf der anderen Seite dann die Frau aufgrund ihrer eben Marktmacht und aufgrund ihrer Strategie, die sie fährt und aufgrund der strategischen Pluralismus, Alphafax, Biederbachs und so weiter, Ja. muss sie eben und ist sie dementsprechend auch genau eins, nämlich Psychologe. Ja. Also, ne, da hätte man dann Leute besänftigen können wie der im Deswegen sind ja auch Diskurs, 80% dass Nebennotiz im Studiengang Psychologie. Psychologie, Pädagogik, Soziales, das Selbst haben bei wir den immer wieder sagen. Psychotherapeuten sind es, Ja, glaube ich, 70 bis 80 mittlerweile schon, ja. ja. Und was ich hier noch anfügen möchte, ist ja, es gibt ja auch diese Forschungen zur Aggression im Menschen und wie sich die dann geschlechtsspezifisch unterscheidet. Männer leben Aggression eher direkt aus und Frauen vor allem indirekt, weil man hat ja oftmals früher immer gedacht, ja, oh, die Männer, die sind so aggressiv. Ja. Und das ist dann interessant, wenn du das auf die White Knights überträgst. Die Männer,
die drohen oder da ist oftmals mit Gewalt zumindest impliziert, ja, ich beschütze diese Frau, komm näher und es gibt Ärger und so weiter, kriege ich jetzt Sex mit dem Punktestempelkonto? Naja. Oder vor allem die Frauen, das finde ich sehr interessant, machen das dann eben durch diese Rufmordtaktiken. Oder letztens auch ein Kommentar, ja, dieser Channel, der ist ja so böse, denn ich habe dich jetzt gemeldet für, was weiß ich, für Frauenhass. Und das ist ja dann, was wir ja schon mal gesagt haben, ja, total undefiniert, nur wenn man unschöne Dynamiken, das war bei diesem Ü30-Oma, ja, wenn sie in die Naja. Erleuchtungsphase kommt, das war total, ja, neutral, lustig, mehr oder weniger. Aber das ärgert dann halt auch die Frauen, wenn sie dann merken, okay, ich kann mit 30 plus nicht mehr daten wie 20 plus und bin da halt nicht wie der Mann aufgestellt, weil Frauen eben tendenziell für Langfristigkeit eher auf Status, Prestige und solche Dinge achten. Und das ärgert sie und dann sagt sie, okay, da ist eine Ungleichheit. Ja, entweder das. Und dann sagen sie, das da darfst du nicht sagen, bist gesperrt. Entweder das oder sie weiß es eben schlichtweg nicht. Ja. Weil sie die Dynamik ja noch nie gesehen hat. Weil Ja. sie es ja nicht nie sehen musste. Das ist ja der Punkt, das meint ja auch The Rational Male. Du musst ja allein schon da rational sein als Mann, wenn man draufschaut auf diese ganzen Dynamiken der Frau und wie sie wählt. Weil davon bin ich ja insofern abhängig dann als Mann, insofern überhaupt irgendwas machen will in dem Ja, Bereich. ja. Und dementsprechend muss sie das ja rationalisieren, das Ganze. Die Frau muss das ja natürlich nicht. Deswegen werfen wir ja auch manchmal so ganz böse, jetzt wieder als Disclaimer, ganz böse, aber es ist einfach nur neutral empirisch gemeint, dass da die Frau teilweise so ein bisschen ein Lack of Selbstreflexion aufweist, in meinen Augen, weil sie eben, ja, na, das ist wie soll ich sagen, es ist wie, das ist jetzt schon wieder so böses, aber es ist halt einfach, finde ich, eine schöne Metapher. Das ist wie ein Einzelkind, das irgendwie alles bekommt, schon immer. Und alles, dem man alles durchgehend und ja, und dann nimmt es halt eine Schaufel und haut irgendeinen Typen auf im Sandkasten eine drauf und so weiter. Also es gibt keine Grenzen, es ist alles, die Ressourcen sind unendlich und so weiter. Und das ist ja auch das, was du oft als ne, der weibliche Narzissmus bezeichnest und so weiter. Ne? Und da habe ich auch so das Gefühl, Ja, weil dass. es gibt kein, wie soll man sagen, kein Feedback von der Realität. Ja, genau, ja, weil es kommen keine Konsequenzen. Die Unterverantwortlichkeit steht, ich streite alles mit vorher generierter plausibler Abstreitbarkeit ab, ne, und so weiter. Oder ich handle eben strategisch plural und so weiter. Und getragen, ne, da müsste man jetzt alles Mögliche nennen. Getragen ist es von White Knights und Blue Pills, wo wir da wieder bei diesem Thema sind. Ne, das ist ja genau das sind ja, die geben ja die Macht für diese Politikmache gegen Männern und so. Ne, wenn sie es zum Beispiel als Beta abselektiert haben. Was, der kommt jetzt, ach, der hat mir jetzt nochmal angeschrieben. Oh, jetzt wird es verkehrt. Du, ich hab's Netzwerk falsch schon hinter mir stehen, gell, mein Freund. Du kriegst hier keine Alte mehr. Aber Also, ja. das ist ja auch so interessant. Also, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil überleg dir mal, du hast von 20 bis Ja, 27 natürlich. das heftigste Highlife gehabt. Du musst nur, selbst als durchschnittliche Frau hast ja die Auswahl. Und du Absolut. musst ja, man sagt ja immer, Frauen sind, Männer müssen erst werden, in vielerlei Hinsicht. Ja, du musst erst Social Skills, Game und so weiter, alles, wie du es jetzt auch lernst, als Natural in der Kindheit, bla bla bla. Und als Frau hast du das einfach. Und irgendwann, das wird dir aber nicht gesagt, das ist ja auch diese, ja, Pathologie der Lüge, was ich ja da so krass finde. Die Frauen werden ja eigentlich belogen, weil es ihnen nicht gesagt wird, hey, Ja. du hast nur ein bestimmtes Kapital auf bestimmte Zeit im Aussehen und du kannst mit 30 nicht mehr so daten wie mit 20, also sei schlau, treff kluge Entscheidungen und mach rechtzeitig den Cash-out. Aber für Frauen, die das dann erst mit 30 plus hören und dann immer noch wie eine 20-Jährige daten, ist es natürlich eine brutale, unschöne Wahrheit. Und da ist es natürlich irgendwo auch verständlich, anstatt das anzunehmen, hacken sie auf denjenigen drauf, der es dann ausspricht. Aber du musst es ja wissen, verstehst? Wenn ich mir denke, okay, du hast eine Tochter, dann musst du ja irgendwie der Frau oder auch hier in dem Fall der Tochter das mitteilen, damit die langfristig gute Entscheidungen macht, um ihrem Lebensentwurf gerecht zu werden. Weil wenn sie mit 35 daherkommt und dann einen Mann auf Augenhöhe, beziehungsweise weiter oben natürlich, haben möchte, und der möchte dann aber wieder drei Kinder haben als Beispiel, dann kann die Frau nicht liefern. Und dann gibt es keine Zusammenkunft, weil dann müsste sie ja quasi von 35 bis 40 jedes Jahr ein Kind kriegen. Weißt du, ich meine, da gibt's, und sie schaut ja dann einfach diese biologische Uhr. Sie hat dann viel höhere Konkurrenz, weil hochwertige Männer wieder nach hinten daten und so weiter. Und sowas zu verleugnen,
hilft ja keinem was. Weißt du, wie ich meine? Das fuckt mich ja da dann so ab. Und da hat man dann quasi, natürlich sieht da dann die Frau Konsequenzen für sich selber von der Männerwelt kommend. Ja. Was ich dann auch spannend finde, sind bisexuelle Mädels. Mhm. Super spannendes Ding, weil das ist nämlich da auch so cool, dass da ist, nicht alle, um Gottes Willen, ne, da gibt es auch genug im Femi-Bereich und so, wo das highly geleugnet wird. Ja. Vielleicht mag es auch wieder so ein Externalisierungs-Move sein. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich insofern eine Externalisierung, aber ne, Hauptsache raus aus meinem eigenen Geschlecht. Ja. Aber dass Bi-Mädels ja da auch oft dann plötzlich reinlatschen und mit offenem Mund dran stehen, so, hey, krass, die schreiben mir alle gar nicht zurück auf Tinder. Ja. Also, ja, so ist halt, boah, krass. Oder ich habe der einen geschrieben, dann kam so, hallo. Mhm. Ja, hey, du, das und das und so. Ja, naja, und solche Sachen, also diese so kurze Angebundenheit, sondern das alles, was einem als Mann so teilweise widerfährt und so weiter im Dating-Game, bis hin zu sonst was für Sachen, bis hin zu Schmähungen oder irgendwas, irgendwelche Späße oder irgendwie auch solche Sachen wie, da sitze ich auf einem Date mit der und ja, und sie macht nichts und ich mache nichts und dann haben sie 10 Dates und irgendwann hörst du dann nichts mehr. Naja, alles sind lauter solche Erzählungen aus dem Bereich. Und das ist halt super spannend, weil da natürlich auch, ne, Frauen dann langsam sehen und merken und da so ein bisschen aufwachen. Und das sind auch oft dann Mädels, die sich dann auch tatsächlich auch ein bisschen so für so Red Pill-Dynamiken interessieren, weil sie selber auch irgendwo angehen und sich fragen, wie kommt das eigentlich zustande? Und dann so, ach so, 80-20, also auf Männer natürlich bezogen, ne? Aber oh, diese ganzen weiblicher Narzissmus oder na, diese ganzen Kisten, diese ganzen Phänomene eben der Red Pill da. Genau, und das ist das Spannende, ne? Weil dann siehst du zum ersten Mal, es gibt eine Adaption, sie braucht es jetzt, weil sie vor dem Problem steht. Also wie kann man das lösen? Mhm. Ergo ist sie offener dafür, also hört sie das an und sagt so, Alter, weil sie ja zum ersten Mal dann hier das Dating-Leben auf der Veteranenschwierigkeit anstatt auf Rekrut spielt. Ja, genau. Ja. Und da braucht man dann auch nicht fragen, who hurt you, sondern es sind ganz klare Alltagsphänomene, wo es um mein Glücklichsein, um meine Lebensqualität geht und so weiter. Und dann kommen einem da Phänomene entgegen und denen muss man halt irgendwie einen Namen geben und die irgendwie aufsummieren, wenn die halt signifikant passieren. Ja. Aber ja. Das ist ja das Krasse, ne? Um jetzt wieder zurückzuschwenken, auf dieser Feier, wo du mir erzählt hast. Wo du warst, wo ja dann der eine, den wir beide kennen, dann hier ein bisschen, was machst du? Das war so, ja genau. jetzt sind wir wieder bei dem White Night Thema endlich. Und zwar, da sind ein Kumpel und ich, irgendwie mal, waren wir mal auf einer Hausparty und dieser Bekannte hat dann irgendwann, war das immer so, ja, wie es mit Partys wieder so, was da so geht und so, war der immer so ein bisschen verhalten dann. Mhm. Und kurz gesagt war das dann eben so, dass der uns dann halt, dann auch nie mehr Bescheid geben hat, was Hauspartys und so weiter anbelangt. Ich habe dann irgendwann über meinen anderen Kumpel erfahren, dass dieser besagte Bekannte wohl released hat, dass ein Mitbewohner von ihm, dass er eben so ein bisschen angefressen war und da so ein bisschen abgegangen ist, der Form, ja, der Vollkorn-Jesus, da nach dem Motto, ne, der, dass der auf der letzten Party da irgendwie, was weiß ich, da einige Mädels da irgendwie anquatscht hat, so auf der Party. Ja. Yeah. Wo man natürlich auch, finde ich, nochmal relativieren muss. Einerseits, ja, bestimmt. Weil das ist auch das, wo man dann... Wo ich auch es drauf wurden was, Frauen angesprochen. Ja, das ist, da muss ich auch ganz klar sagen, das ist auch so eine Sache, da kommen wir dann auch nochmal zu sprechen drauf, hoffentlich, weil, klar... Also das ist ja selber, das sind alles Kerle, mit denen wir da reden. Ja, ne? Ja. Und das ist ja das Problem beim White Knight, weil er ja quasi die männliche Strategie völlig denied, in dem Fall, selber natürlich überhaupt nicht. Weil wenn man die Kerle dann fragt, genauso wie ich diesen Blue Pill Alpha da gestern gefragt habe, ja wie ist denn das, das kennt doch jeder Kerl, dass der irgendwie, na, eine Freundin kriegt jeder Kerl irgendwie mit ein bisschen Aufwand. Aber so ein bisschen. Da würden dir jetzt einige widersprechen, die aus der dunkleren Pille kommen. Ja, das mag schon sein, aber das sei ja mal dahingestellt alles. Ja. Was weiß ich, dann. Keine Ahnung, dann bin ich in den oberen 80% dabei oder was, das ist ja egal. Aber der Punkt ist ja, wenn es eben um wirklich sexuelles Ausleben geht und zwar in den Möglichkeitssphären, wie es die Frau hat, das ist natürlich für Männer überhaupt nicht erreichbar, außer wie der hier Till Lindemann Beispiel. Und selbst dann habe ich wahrscheinlich als die Lieselotte, wenn die auf Tinder weltweit anmacht, da habe ich wahrscheinlich mehr Einzugs- oder Reichweite halt als ein Till Lindemann. Ja, also ist halt so. Und weil der Lindemann ist dann halt auf irgendwelche Metal-Mädels nur so ein bisschen bezogen und vielleicht ein bisschen Mainstream, aber dann sind schon ein paar dabei, die sagen, boah, der ist ja eh voll eklig. Ne? Also, so.
Das ist das Ding dahinter, und deswegen verstehe ich das immer nicht, wenn Männer sich da, und das ist in meinen Augen, aber das wird sich da ins eigene Bein geschossen mit dem White-Knight-Tum, wenn ich da dann behaupte, ja, dass Männer das gar nicht wollen, dieses Ausleben, oder dass das, und da kommen wir jetzt eben dazu, dass das scheiße sei. Weil das ist ja jetzt der Punkt mit dieser Moralisierung. Es ging dann nämlich weiter in dieser Geschichte. Also der hat uns dann auf jeden Fall, also wir haben uns dann nicht mehr Bescheid gegeben, diese Gruppe dann an Bekannten, weil eben hier, ne, wie gesagt. Und dann hieß es. Kurzer Einwurf, ich denke mir dabei aber auch, er macht es halt teilweise auch, weil er dann merkt, okay, verdammt, da ist Konkurrenz da, unbewusst teilweise natürlich. Also bitte, die Mädels haben schon was gesagt. Genau, das war nämlich dann der Punkt. Also der Kerl hat sich dann so ein bisschen beschwert, und deswegen sind da bestimmte Menschen immer eingeladen worden. Bestimmte Menschen. Und das Ding war dann, ich habe dann auch so ein bisschen so nachgehakt bei der ganzen Geschichte, und dann hat der andere, also der eine besagte Bekannte, gemeint so, ja. Das waren halt alles, da hat er auch so gemeint, ja, er kann das aber schon auch verstehen, da hat der Outlet zum White Knight angefangen, er kann das schon auch verstehen, das waren halt alles Freundinnen von diesem Mitbewohner da. Das würde ich ja auch scheiße finden, wenn die irgendwie alle angebaggert werden, so schlecht und so, so nach dem Motto, wo ich sage, ja, ach so, das waren halt Freundinnen, also, na, der sitzt da halt in der Friendzone, kann man jetzt halt sich denken, aus der Erfahrung heraus gesehen und aus der Red Pill heraus gesehen. Und dementsprechend will der jetzt natürlich, einerseits denkt er jetzt, wenn er jetzt plust, ne, und wenn er jetzt da hier den weißen Ritter spielt und da eben die in der weiblichen Kognition als Beta abgehasste Kerle rausschiebt und hier den weiblichen Selektionsmechanismus, und darauf will ich eben auch zu sprechen kommen, hochhält und den ja erstmal ins Rollen bringt, so richtig, oder beziehungsweise den halt, den eigentlich dann einnimmt in dem Moment, in der Aussage zumindest. Ne? In theoretischem Sinne nimmt er den ein in dem Moment. Weil das ist ja das, was dann gesagt, da wurde dann auch wirklich so ein bisschen geredet davon, ja, das ist schon tatsächlich auch irgendwie scheiße, das zu machen auf einer Party und so. Also erstmal wird Pickup quasi geschämt, erstmal. Wo ich mir auch denke, das ist doch ein Schuss ins eigene Bein als Kerl. Und zweit, also weil ich will das ja auch tun. Das ist ja der Punkt, ne? Wenn dann jemand sagt, ja, Pickup ist scheiße, sage ich, nein, 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 jeder Mann ist Pickup-Artist, wenn man das so nennen will. Ja? Jeder Mann, der auch nur einmal Sex hatte, ist dazu durch, wie? Ja, durch die richtige Beantwortung der hypergamen Frage gekommen. Ansonsten ist es nicht passiert, außer irgendwelche, für die nicht alle Polizei, wie du immer sagen würdest, Ausreißer, irgendwelche statistischen Drops. Ja, mag es alles geben und hormonelle Unterschiede und so weiter und so fort, aber in der Tendenz ist es eben so. Und wenn er eben diese Mechanik dann, die das eben ist, richtig bedient hat, ja, dann mag man das, bezeichnet das von mir aus als Pickup. Ja, aber der Knackpunkt dabei ist ja, es ist ja oftmals ein Fehlschluss, weil sie denken ja, gleich und gleich gesellt sich gern irgendwie. Und wenn ich mich nur stark genug mit dem Feminin, mit der Weiblichkeit identifiziere, also quasi zur Frau zu Ja, werden, idealistisch gedacht eigentlich. Ist ja auch ein genau, schönes Ding. dann müsste sie ja dadurch, durch die Reziprozität, als Dank endlich meinen Wert anerkennen, wie toll ich bin, wie schützend, was für ein Typ ich bin. Aber im nächsten Atemzug kommt sie dann wieder zu ihm her und sagt, ja, du bist wie ein Bruder für mich. Was impliziert es ja, wenn ich mit dir was anfangen würde, dann wäre es ja quasi schon Inzest. Und zweitens, diese ganzen Dynamiken, die ja dann da einfach am Wirken sind, die Polarität ist nicht vorhanden. Ergo funktioniert es nicht. Und zweitens ist er dann ja immer das emotionale Tampon auch, dass dann, ja, oh mein, das ist so ein böser Typ. Oh. Dann hört er sich da und die Stories an und denkt so, ja, warum erzählt ihr mir da und so Geschichten von Bad Boys? Weil sie ja eben genau auf diese konfrontativen Bad Jungen letztendlich dann steht, oder in dem Fall Männer, und da kann er das eins und eins einfach nicht zusammenzählen, ne? Wir machen dann immer wieder das Gleiche, und in dem Fall dich, jetzt da schau, wie ich hier mich eingesetzt habe, einmal bitte vollstempeln. Man erkennt es auch, ich nenne es ja immer Diskrepanz, oder ich nenne es ja immer empirische Diskrepanzen, das mag dann auch rationale Diskrepanz sein, woran man erkennt an diesen Diskrepanzen, dass etwas irgendwie determiniert sein muss. Und so als Drittgrund quasi, also dass da eine Drittverursachung existiert, und zwar nicht das, was da behauptet wird, ne, mit sekundärer Rationalisierung, wie du es mal nennst. Das sieht man an dem Beispiel jetzt auch nicht wieder ganz schön. Weil wenn diese
Also wenn jetzt da der White Knight oder wie auch immer in dem Fall, wenn der das jetzt da verteidigt, diese eigentlich weibliche Sexualstrategie, weil das ist es ja, weil das ist ja der Punkt, weil aus einer idealistischen Warte, also aus einer rational-idealistischen Warte heraus betrachtet, wäre das ja überhaupt kein Problem. Wenn da 10 Mädels auf der Party sind und ein Typ kommt rein oder alle Typen kommen rein, 10 Mädels, 10 Jungs und alle 10 Jungs quatschen alle 10 Mädels an und wenn wir in der noch cooleren Welt sind, auch nur andersrum, dann wäre das ja, dann wäre das was Idealistisches. Aber es wird mit idealistisch, mit Moral gesprochen und so, boah, das ist scheiße, das zu tun, als Kerl Frauen gegenüber und deswegen kommt es mal bitte nicht, weil ihr seid irgendwie sonst was für Leute wieder. Na, dann wird das wieder moralisiert, wo ich aber sage, ja, Moment, fragt euch doch mal, warum das überhaupt scheiße sein soll. Ist es nämlich aus der Warte, wo ihr sprecht oder wo ihr eigentlich meint zu sprechen, ist es völlig okay. Aber warum ist es scheiße? Oder warum gilt es als scheiße? Nur aufgrund des weiblichen Selektionsmechanismus. Und der wird dann ergo natürlich von diesen Männern eben verteidigt, hochgehalten, beziehungsweise sogar eingenommen in dem Fall, wie gesagt. Weil vor allem, dann könnte man jetzt als NPC einwerfen, ja, ihr belästigt die Frauen ja. Ja, was heißt Belästigung genau? Ja, genau, Ja. das ist ja auch dieser Graubereich, ne? Weil so wie ich einen Vollkorn Jesus sehe, der, wenn er da mal drauf losgeht, er geht da bloß drauf hin und sagt so, hey, ja, Ja, bin ja sowieso bloß der Quitschi-Quatsch, ja eben. genau, du bist mir so Das ist ja mein aufgefallen, Problem du sogar im bist, Dating-Game. ja, willst ein bisschen mal Kontakt aufbauen und so. Also manchmal haut es dann schon raus, aber es ist niemals wirklich was Das ist nie Übergriffiges. hart offensiv oder so, Genau, aber ja. das ist halt dann schon, oh, okay. Und vor allem, Aber wenn du. gerade deswegen, das ist ja das Witzige. Weil wenn ich so Alpha-Chat-mäßig da durchlatschen würde und dann irgendwie auf der Party irgendwie 3, 4 Mädels so, ja, hey, und beim Tanzen so herziehen und irgendwie so umeinander shaken und so schau, was da dann halt geht und wie sie drauf reagiert. Das wäre lustig, das wäre witzigerweise, da sind sie dann so, ahaha. Ja, du musst es halt No auch hate, bringen, du musst es auch bringen aber können, weißt du? genau, ja, klar, weil sobald ich das mache, würde das sofort entlarvt werden, weil, oh, das ist nicht sein Ding. Na, das ist wieder, die Frau hat ja da filigrane Die Mechanismen, Kongruenz, ja. die psychologische Konkurrenz abzutasten und die sieht so, nee, das hat er gerade mit Absicht gemacht, weil er weiß, ne, weil das ist quasi der unterbewusste, ne, Pickup ist ja das Gift für die Hypergamie. Weil sie ja eben genau das verhindern will, die Die, Frau, war genau, männliches Mimikry und das erkennt sie da dahinter. vor allem, das ist ja so Oder spannend, sieht ne? sie Es zumindest dahinter. ist sozusagen die Anti-Möglichkeit gegen die hypergame Neurose, ja? Ist er wirklich das Beste, was sie kriegen kann? Ist er wirklich das Beste? Und wenn er oder wenn sie in dem Fall sieht, ah, oh, okay, verdammt, der hat da diese Taktiken, böse, 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 Genau. weil dadurch ja der hypergame Filter versucht wird auszutricksen. Und das Spannende dabei ist, dann werden die White Knights eingesetzt als, wie soll man sagen, wie auf so einem Schachfeld oder Ja, absolut. wie beim Zauberer von Oz mit Politik dieser, eben, ja, weil das ist das Volk. holt ihn euch und so weiter. Und das Ja. finde ich so krass. Und das Gestützt Heftigste. von Blue Pill Alphas, die im Hintergrund stehen, entweder gar nichts dazu sagen oder im Ja. schlimmsten Fall dann halt sagen, boah, ja, das ist echt voll erbärmlich, was der da durchzieht. Genau, Ja. richtig. Dann wird die soziale Positionierung Ja. abgewertet. Und das ist das Geilste. Heute beim Kaffee in der Cafeteria mit den anderen ist es mir gekommen. Da ging es nämlich auch so um diese Kongruenztests. Dass eben, ja, wenn du mit Frauen merkst, okay, hier kommt jetzt ein Kongruenztest, das impliziert ja oftmals schon, okay, sie hat Interesse, die hypergame Neurose ist aber noch nicht ganz beruhigt. Also ist er wirklich der Typ, der vorgibt zu sein? Also muss ich mal schauen, du, ja, bist du, weißt du, diese typischen Tests. Ja, und so weiter. Ah, du bist doch verletzlich oder das T-Shirt hat deine Mama gekauft oder irgendwie sowas. Meistens eben, um zu testen, wie er darauf reagiert. Und in diesem Moment kannst du gar kein Mann auf Augenhöhe sein, weil das wollen sie ja immer. Wenn du wirklich auf Augenhöhe dann mit ihr reagierst, das verbitte ich mir oder dass du eben, wie als würde ein anderer Mensch auf Augenhöhe zu dir sagen, dass dann sagst du, das ist ganz schön unverschämt oder so. Du musst ja dann in dem Moment herabschauen, indem du zustimmst, überspitzt oder indem du es ignorierst oder indem du das wiederholst. Moderatorenfunktionen, so, ja, Genau. Überstellungen halt Genau. insgesamt, ja. Alles, was dann aus der weiblichen Perspektive ist, Genau. oh, der ist weiter oben in der Hierarchie, Ja. der kann sich das überhaupt leisten. Und damit hast du ja schon das Gefälle und diesen Schwachsinn vom Augenhöhe-Ding widerlegt. Ja. Und wenn du das eben nicht machst oder wenn sie dich automatisch von Anfang an als niederes Fußvolk, um es mal so zu sehen, dann kommt gar nicht erst der Test, dann kommt sofort die Armee letztendlich.
Schaut euch den Sauhund an, raus aus der Feier. Ja, Weißt du, ich meine, und das ist so interessant. zwei Punkte dazu kurz nur. Erstens, weil du auch gemeint hast mit Konkurrenz, das ist nämlich auch nochmal dann, was das nochmal verkomplexiert, was du auch gesagt hast gerade. Nämlich, dass es auch auf der anderen Seite, sie muss dich bald in eine Kategorie geschoben haben. Also das tut sie auch. Sie wird es tun, die Neurose ist online. Und der Witz ist, ich habe auch dann so das Gefühl, dass manchmal gewisse Moves, die sie als solche ansieht, in eine andere Kategorie, also wenn das ein Move ist, den sie in eine andere Schublade schieben würde, also Alpha Seed versus Beta Need. Und da ist zum Beispiel einer, der hat sich bisher eher als so ein Beta dargestellt. Und sie findet es aber ganz okay, weil sie ja auch gerade irgendwie vielleicht so ein bisschen, ne, in der Zeit ist, wo sie ein bisschen auch aufs Nesten schaut und so weiter und so fort und findet es irgendwie dann ja doch süß mal oder so. Naja, oder sie hat jetzt schon Weile genug mit Alphas rumgeschakert und so weiter und so fort. Dann passiert es ja dann auch ab und zu mal, insofern er überhaupt irgendwelche Alpha-Traits hat, weil das ist ja, das wird ja trotzdem immer als erste Frage allein schon aus dem sexuellen Sinne ja abgeklappert. Und aber trotzdem eher Hang zum Beta. Dann ist mir auch aufgefallen, dass wenn Ist du. es wie ein Immunsystem fast Ja, schon? genau. Und das, dann ist mir aber auch aufgefallen, dass wenn du dann aber plötzlich als dieser Typ, der da so kategorisiert wurde von ihr, in die eher tendenzielle Beta-Schiene, dass wenn du da dann plötzlich Alpha-Move bringst, der Form auf WhatsApp kurz angebunden, so ein bisschen oder so ein bisschen, ja, wie du sagst, eben so wie subtil auch immer, herablassend plötzlich mal irgendwas sagst oder so, auch wenn es oder spaßig ist, oder, ne, wenn es so Shit-Testing-Antworten sind oder so Zeug. Dass sie eben dann, wie wir ja gerade gemeint haben, die Angst, dass da plötzlich dann wieder was anderes reinkommt, nämlich diese Angst vor dem männlichen Mimikry. Und dass du dann aufgrund der Inkongruenz rausfallst. Und nicht einmal, weil du zu Beta warst oder vielleicht auch mal zu viel Alpha oder so ein Schmarrn, was ja von mir aus auch vorkommen mag, aber dass da eben, dass da nur die Kohärenz dann einfach flöten geht. Ja? Oder wenn jetzt jemand immer irgendwie Alpha war und so und plötzlich. Wobei das vielleicht sogar eher besser funktionieren würde, denke ich mal, weil da ist es ja dann so, ne, oh, der war jetzt immer Alpha und dann ist es ja, das ist ja eigentlich der Traum der Frau, oh, der ist auch noch auf andere Ebene irgendwie Beta. Ja, schon. Aber, ne, sei mal nur schon dahingestellt, es muss eben anscheinend in den richtigen Momenten, zum jeweiligen richtigen Situation, zum jeweiligen Content passend jeweils bestimmte Traits in ihrer Kognition aufleuchten. Ansonsten ist nicht nur Alpha-Fax Beta-Bugs im Eimer, sondern auch die Kohärenz hinter diesen Verhaltensweisen. Das ist ja genau, das sind drei spannende Aspekte dabei. Und zwar erstens, so wichtig, mit welchem Frame oder mit welchem psychologischen Rahmen man eine Frau kennenlernt. Deswegen ist es ja auch gerade die White Knights oder Nice Guys, die versuchen ja über den Rahmen, lass uns Freunde sein, lass uns kennenlernen, an die Frau ranzukommen. Und das funktioniert das so selten bis nie, ist so schwer, da wieder rauszukommen aus diesem psychologischen Rahmen, wenn man da einmal drin ist. Weil eben dann genau solche frechen Überstellungen eher als try hard, wie man im Englischen sagt, oder oh, der versucht so, Ja, der genau. versucht zu kompensieren. Und das Interessante dabei ist ja, dass man dann diesen Klassiker, ja, der richtige Mann kann nichts falsch machen und der falsche Mann kann nichts richtig machen. Aber da ist halt immer die Frage, wer ist der Richtige? Wer ist der Falsche? Wo ist sie gerade im Leben? Sucht sie lieber den Langzeitversorger? Sucht sie die kurzfristigen Spaß? Boys, die F-Boys, wie sie dann objektifiziert werden. Und sowas wird dann halt mit reinfaktoriert. Deswegen ist es ja auch da mit der Empfehlung so schwierig. Deswegen braucht man ja auch diese emotionale, soziale Kompetenz diesbezüglich, dass man weiß, okay, muss ich mir jetzt überstellen? Heißt es jetzt hier Dominanz an den Tag zu legen? Oder ist es jetzt eher so eine Situation, wo man mehr diese Schau, Mr. Stabil, Versorgung, ich stelle dir jetzt meine Familie vor, weil das dann oftmals ein Signal ist für, ich wäre langfristig an dir interessiert. Und da muss man halt abwägen. Aber trotzdem als Faustregel ist es immer besser, zu sehr diesen männlichen Frame zu haben, zu sehr mehr in diese Richtung, ja, toxische Männlichkeit zu gehen, weil das eben in der Masse von Frauen viel mehr dann interessant gefunden wird, als wenn man dann hier die Freundschaftsmoves macht und als White Knight die Punkte sammelt. Das, ja, richtig. Nee, und das habe ich dann eben auch dem Kumpel damals, um das Thema des White Knights eben wieder aufzugreifen, das war damals auch, ich habe dann mit dem so ein bisschen diskutiert und habe dann da auch ein bisschen weiter nachgehakt und dann hat er eben auch gesagt, ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, ja, er findet das schon auch scheiße,
also so Pickup generell zu planen, dann habe ich eben das aufgelöst mit diesem, hey, wenn du Mechanik bedienst, dann hast du Mechanik bedient, Punkt. Auch wenn du es nicht weißt, ja. Genau, genau. Und ja, und das ist ja auch der Punkt, ne, nochmal Einwurf, es ist ja auch, also wenn die Red Pill nicht zutrifft, geschenkt, dann kann man das natürlich auch als Frauenhass bezeichnen, dann kann man das, weil dann wäre es ja, wenn das alles nicht wahr wäre, empirisch, oder halt irgendwie nicht pragmatisch irgendwie Sinn machen würde und so weiter, na, dann könnte man auch sagen, ja, dann wäre es ungefähr so, wie wenn ich behaupten würde, du hast gerade ein Kind auf die Straße geschupft. Also, und das trifft nicht zu. Mhm. Dann ist es aber gewisse, dann mag das als Diskriminierung oder Verleumdung oder so oder sonst was eben dargestellt werden können. Aber das ist ja der Punkt, da müssen wir uns ja drüber unterhalten. Und das sagen aber wir ja, die ist halt einfach heuristisch und im Alltag, die ist halt und auch statistisch und mittlerweile immer mehr in Studien halt super stark. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, selbst wenn Teile oder wenn es komplett falsch wäre jetzt, dann wäre es ja immer noch ein kategorischer Fehler, das dann als moralisch zu sehen, weil wissenschaftliche Hypothesen oder nur allgemeine Hypothesen über das menschliche Verhalten können ja niemals kategorisch böse oder sie können nur richtig oder falsch sein. Das Theoretische muss man nie verwerfen, selbst wenn man es irgendwie als noch so falsch ansieht, wenn man sich darauf einigt, dass das falsch sei und so weiter. Was aber oft, und das ist glaube ich das Problem, ich nenne das Kernproblem der Anthropologie, nämlich, dass in so anthropologischen Fragen, also Fragen, also wissenschaftliche Fragen über Menschen, dass es da immer daran hakt und dass wir da halt immer so super langsam sind mit einem, ne, Physik, keine Ahnung, da wird so irgendwie Quantenteilchen werden beschossen, sonst was. Bei Menschen ist so, ja, Medizin dümpeln wir halt so ein bisschen in der Gegend rum, ne, und so weiter. Und ansonsten sieht man ja evolutionäre Psychologie, 21. Jahrhundert, Daumen nach unten. Ne, so nach dem Motto. Weil du halt auch Interessen dabei hast. Genau, und das ist ja nämlich das Problem, weil natürlich da immer über die Objekte, die quasi gesprochen wird, nämlich die Menschen, dass da natürlich immer, und das ist ja der Punkt auch hinter Erklärungsmodellen, dass natürlich immer auch normative und praktische Implikationen dabei ja auch das Ziel sind. Mhm. Und da wird sie dann natürlich ein bisschen eingestuhlt dann in der Richtung, dass man sagt, boah, ja, ne, dann verweist man wieder auf so Kisten aus dem Zweiten Weltkrieg und so oft oder so, wenn man dann mit so biologischen Modellen kommt und so weiter und so fort, dass man da sagt, boah, ja, da wird dann jetzt die Niederwertigkeit der Frau angeblich irgendwie behauptet und so weiter und deswegen können wir die jetzt ins Gulag schicken oder so nach dem Motto. Ja, yeah, slippery slope. Ja, ja. Da ist aber natürlich, da muss man auch nochmal differenzieren, weil diese empirischen Aussagen, die führen ja, und das wäre dann naturalistischer Fehlschluss, die führen ja nicht zwangsläufig in überhaupt irgendeine praktische Implikation. Mhm. Ja, die praktische Implikation, erst einmal gibt es immer verschiedene. Na, ich kann jetzt behaupten, das Ganze heißt, dass jetzt Männer wie das Patriarchat hochziehen sollten. Mhm. Oder das heißt, wir nehmen das Ganze und versuchen alle irgendwie, sowohl Männer als auch Frauen, wir machen da fette Kampagnen durch den Staat durch und sagen, das ist alles richtig, was die Red Pill sagt und jetzt versuchen wir das alle miteinander irgendwie zu reflektieren, wo du wieder sagen würdest, das geht vielleicht nicht so, aber, ne, also, das sei mal dahingestellt, aber da kann man sich ja dann irgendwie drüber unterhalten oder man versucht hier Gebärmutter zu externalisieren und Sexroboter für Männer oder so, ne, so wie die Pille der Frau damals als sexuelle Revolutionen neue und so weiter, um irgendwelche Gleichheiten weiter zu schaffen, auch biologisch fundiert dann bis zur Kultur und wieder zurück und so weiter. Na, da kann man sich ja drüber streiten und unterhalten. Aber das sind eben auch so Sachen, dass da sofort dann, dass das dann gleichgesetzt wird, die empirische Behauptung wird sofort gleichgesetzt mit, ja, das hat ja zwangsläufig diese, ja, das ist ja auch das, was dann immer vorgeworfen wird, dass du willst, dass Patriarchat wieder gestärkt wird. Das yeah, yeah. Ich habe so richtig kranke Bücher auch gelesen, so politische Männlichkeit hieß eins, das waren richtig gute Dinger. Ja, das ist aber so ein postmoderner Woke. Richtig heftig. Ja, ja, richtig heftig. Das sind heftige, also ne, in meinen Augen, also heftige Hassliteratur aus meiner Sicht jetzt eben. Ja. Weil da eben super viele heftige Sachen. Ja, klar, werden. Männlichkeit ist natürlich Krieg inhärent, ja, alles Schlechte der Menschheit ist ja, in Männlichkeit. Da ging es politische Männlichkeit, da ging es dann um Incels und so weiter. Da wird dann auch Jordan Peterson. Der das Anführer. Ist ja auch er ist Anführer ja, der Inselbewegung ja. Und lauter so Zeug. Alter, leck mich doch. Aber es ist doch lustig, was sie für rhetorische Mittel auch verwenden, ja. Das siehst du ja. Und vor allem. Alles in einen Topf, wie du ja gesagt hast, Begriffsgrenzen werden verwässert und so weiter. Ja, ja es viele ist Schlüsse ja ohne Ende dieser Rhetorien. Klassiker, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Slippery Slope auf Englisch oder diese abfallende Küste, mehr oder weniger, wenn man das zugestehen hat, sind wir eigentlich schon fast alle tot. Ja, und da gibt es dann diesen, ich glaube, Psychologen, Seligman heißt er, der auch dieser Begründer von der positiven Psychologie ist, der hat ja auch gesagt, ja, ab dem Zeitpunkt, wo wir eingestehen, dass der Tom anders wie der Hans ist,
dann haben wir schon sozusagen den Weg zum Genozid vorbereitet, als Spaß jetzt. Weil das ist ja genau das, ja. Als könnte man dann nicht bestimmte statistische im Durchschnitt, verdienen da alle Polizei, Unterschiede zwischen Mann und Frau irgendwie anerkennen, ohne dass man gleich total ins Schreien kommt. Aber das Twitter-Universe schafft es natürlich nicht. Es sind ja geistige Kleinkinder, vor allem hier aus diesem speziellen Bereich, wo dann ja auch solche Bücher kommen. Und das ist das Nächste, was ich dabei so interessant finde, weil ich ja da immer sage, ja, ich weiß nicht, ob der öffentliche Diskurs dann wirklich ehrlich bleibt, weil. Thema White Knights wieder. Frauen interessieren sich für Frauen und Männer interessieren sich für Frauen. Und da kommt halt dann immer wieder, ja, okay, dann fragen sie sich, ja, welchen Einfluss hat das dann auf und auf Frauen vor allem? Und dann kommt wieder weibliche Selektion in den Vordergrund, wo du dann eben, also meine Devise ist, man muss jeden Mann so gut wie es geht aufklären auf der individuellen Basis, damit die das checken, damit sie sich nicht mehr. Ja, um es jetzt markttechnisch zu beschreiben, in schlechte Deals reinbegeben. Weißt du, ich meine. Und ich denke, das hat viel mehr, ja, diese Eigeninteressen und so. Und somit sieht man auch die meisten Veränderungen, ja, wenn man sagt, okay, dieses Informationsprodukt, um es jetzt mal so zu sagen, wird dann von ganz vielen adaptiert, um daraus letztendlich, wie jetzt beim Smartphone, dadurch langsam so ein Umdenken, zumindest in puncto Selbstrespekt bei Männern zu erwirken. Und das hat ja dann auch wieder Einfluss auf den Datingmarkt. Ja, absolut. Nee, und nur nochmal auch wieder auf das Weidner-Thema, also auf dieses Beispiel bezogen nochmal kurz, um das zu beenden. Also es wird dann eben, wie gesagt, von Pickup runter wird das alles moralisiert, also negativ moralisiert und so, na, das ist scheiße und wir, bla, ist, ja, da ist er jetzt auch nicht so der Fan davon, so ist er im Moment, dann habe ich das mit dieser Mechanik eben aufgelöst direkt. Und dann geht es natürlich, dann wird in kleinere Details reingegangen, eben so, ja, dann soll man sich eben, auch von einem Mann wieder gesagt, weil man muss sich das eben auf der Zunge zergehen lassen, man soll sich dann halt auf eine konzentrieren. Also, das ist natürlich aus verschiedenerlei Hinsicht, ja, das ist ja ganz nett und so. Das Problem ist nur, also erstens mal, ne, man kennt, Männer kennen das, 80%ler kennen das natürlich auch wie die Westentasche, so nach dem Motto, habe ich quasi, also wenn ich jetzt ein 1 zu 1 Date mir hole, innerhalb von, ne, einem Monat ein Date, dann ist es in der Wahrscheinlichkeit liegend eher ein Date und ein Korb. Also von dem her, also ne, das ist schon mal so eine Sache, das wissen doch Männer, dass man da, dass die da mit der Schrotflinte Ja, klar. theoretisch durchgehen und auch durchgehen müssen Um eben aus der viel Marktdynamik. Volumen, Menge an Frauen Genau. und das, was hängen bleibt, Absolut. ja. Und der zweite Punkt ist eben, auf der Mannseite jetzt wieder selber, habe ich halt einfach das Verlangen dazu. Der Ruf des Fleisches. Die gefällt mir. Ja. Ja, also was macht, also natürlich ist es, und das ist nämlich auch das, was ich dann auch dahinter gesehen habe, weil also entweder es ist wieder ein Vorwurf der Form, das ist moralisch falsch, und dann muss ich wieder fragen, okay, diese Moral lässt sich wieder auf was Biologisches zurück reduzieren, nämlich also auf die Strategie der Frau. Weil ansonsten wäre das ja gar nicht scheiße oder blöd oder schlecht oder, na, böse oder was Ja, es auch sind ja immer. eigentlich mehrere, verstehst du? Also es Ja, ist ja nicht genau. nur Frau, es ist die Langzeitversorger-Aspekt, weil wenn die Frau ab dem Moment, wenn sie schwanger ist, will sie ja zeitgleich auch diesen Beschützer, der da ist, emotionale Reife, weil sie ja so einen heftigen Elternaufwand hat, gefährdet ist und dafür braucht sie ja auch diese beschützenden Ja, Aspekte, versorgenden ich meine jetzt Aspekte. aber auch, also genau das. Und Männer aber auch. Wenn Ja. sie weiter unten angesiedelt sind, brauchen sie ja dann auch hier, dass sie auch was abkriegen, weißt du, ich meine, damit nicht diese krasse Umverteilung stattfindet. Vor allem, was ich interessant finde, in den Gesellschaften, wo noch mehr Polyamorie, Polygamie am Start ist, ist auch mehr Ressourcenungleichheit verteilt, weil eben die, die am meisten Frauen haben, auch am meisten Ressourcen dann haben. Naja. Absolut. Genau, und also das ist einmal so, genau, das sind solche Punkte, aber wie gesagt, also jetzt zumindest vom Move her, also natürlich auch von Männern gemacht, plus das Blue-Pill-Mindset, ich krieg sie so vielleicht, Ja. die Aufmerksamkeit dieser Mädels, na, der mit seinen Freundinnen da alle und so weiter, aber eben auch eben, und plus dieses Selektionsrahmen der Frau. Und das ist ja da alles das, was zu dieser moralischen, übersteigerten Aussage dann führt, das ist schlecht, das zu tun. Schlecht für wen? Das ist die Frage. Ja, genau. Genau, und was dann auch noch reinkommt, ist,
weil das ist mir dann auch immer wieder aufgefallen. Es war dann, er hat dann versucht, das moralisch, also das ist ja ein moralischer Diskurs, den er geführt hat von Anfang an. Und er hat dann versucht, seine Argumente zu untermauern, irgendwann, na, nachdem er gesehen hat, er kann mit diesem gesamten Pickup nicht weiter, weil ich sage, okay, die Mechanik, auf die Mechanik verwiesen. Dann geht er weiter runter in so Detailfragen, wo er auch mal wieder sagt, das referiert auch immer wieder auf diese Mechaniken zurück, auf Selektionsmechanismus plus Frau hochhalten in Gesellschaften, weil wertvoll und Blue-Pill-Dynamiken. Oder Beta-Dynamiken, wie man es auch mal nennen will, besser vielleicht sogar gesagt. Und dann kommt aber auch immer noch ein Moment rein, als Rhetorik, wenn man das so nennen will, oder als Aussagen in so einer Diskussion der Form, wo eigentlich, aber das checken die oft gar nicht, was sie da dann dabei wieder machen als Move, dann wollen sie eigentlich bloß nur darauf hinweisen, ja, dann ist es halt scheiß Pickup. Also das sagen sie natürlich nicht so, das checken sie nicht so, aber es ist so ein Sammelsurium an Aussagen der Form, ja, Digga, weißt du, funktioniert halt so nett, weißt du, so nach dem Motto, auf der Party dann irgendwie, ne, das ist ja ein Netzwerk so und du kackst da halt voll rein. Der Witz ist, sag ja nichts dagegen, aber das ist ja nicht Gegenstand der Debatte. Dass mein Pickup scheiße ist, ist ja gar nicht Gegenstand, sondern ihr sagt es mir gerade, das ist moralisch falsch. Und das ist ja ein völliger Kategorienfehler schon Und wieder. es ist so interessant, dass wirklich gutes Pick-up ist ja wie plastische Ja, Chirurgie, man die sieht's gut ist, man nicht. sieht es Genau. nicht. Und das ist dann halt einfach so. Weißt du, ich meine, Genau. da ist hier, das, oh, das war Magie. Aber trotzdem kannst du ja die gleichen Dynamiken beschreiben. Daher kommt Genau. ja erst Pickup. Die haben gesehen, okay, was machen die Männer, die Genau. Erfolg mit Frauen haben. Vor allem auch hier, wenn es um Langfristigkeit geht, die Frauen zu halten. Da siehst du halt immer wieder, okay, der hat einen bestimmten Frame, einen bestimmten Rahmen an den Tag gebracht. Der geht auf die Frau zu, der hat diese Kongruenztests die ganze Zeit. Ja, das sieht man ja immer. Weiß ja auch dieses adaptive Problem, der ist ja wirklich der Typ, der vorgibt zu sein, löst. Wie man das löst und so weiter. Und das hat man ja dann rausgenommen, hat die Mechaniken bei denen beobachtet, wo es funktioniert und hat es Ja, dann nachemuliert. genau. Und das ist ja aber dann trotzdem, was aber dann auch die White Knights versuchen zu blocken. Das ist ja das Interessanteste. Durch ja irgendwo teilweise eben die Frauen, die gegen Pickup schießen und die White Knights, die gegen Pickup schießen, weil es ja hier die hypogame Neurose versucht zu unterwandern und die, ja, die Unterstützer des Ganzen da natürlich auch mit reinbuttern, weil sie sich dann Ja. erhoffen, okay, weniger Konkurrenz ausschalten, Konkurrenz, ja genau, das ist auch so richtig. ein Punkt, den haben wir jetzt auch noch nicht genau. Ja. Konkurrenz aus. Das ist halt, das habe ich mir dann auch so gedacht. Ich hab dann dem Kumpel auch noch so gemeint, ja, aber, und das habe ich auch zu, genau, das habe ich auch zu diesem schlechten Pickup-Punkt gebracht. Habe ich gesagt, du, das ist ja dann, das ist halt dann einfach schlechtes Pickup, jetzt von meiner Seite zum Beispiel. Aber das ist ja nicht Gegenstand. Und dann habe ich eben auch gesagt, und das ist ja der Witz dann, dass das schlechtes Pickup ist. Das gereicht denen ja sogar nur zum Vorteil. Das ist ja, eigentlich sollten sich diese Jungs dann die Hände reiben und sagen, haha, der verkackt es gerade bei allen. Yes, geil. Also das ist ja dann auch gar kein Argument. Also das ist halt auch so ein Punkt. Ja, Aber du siehst genau. es halt immer wieder, und das nächste dabei ist, was aber auch zu dem Vorteil ausgenutzt werden kann, ist, wenn man wirklich, ja, da ein bisschen soziale Kompetenz auch hat. Da habe ich das oftmals gesehen, bei mir selber und bei anderen, wenn du da einen besten Freund hast, der dann gegen dich schießt und sagt, boah, das ist voll der Player, das ist voll der Arsch oder irgendwie sowas, dann hilft es dir in deiner Verführungsstrategie, weil Absolut. in dem Moment, wo er Eifersucht in dieser Art und Ja, Weise ja. kommuniziert, sagt es ihr indirekt, der Typ gibt mir Grund, eifersüchtig zu Ja, sein. das und er sagt ja sofort, Achtung, Alpha-Chat. Also das heißt es ja übersetzt. Und die Frau dann so, oh, voll der Wichser. Und landet bei ihm. Instagram hier. Ja, genau. Und oder das muss, soweit muss ja der Alpha-Chat im Normalfall, also wenn die Dynamik dann läuft, dann muss der ja gar nicht so viel Aufwand insofern betreiben, als dass das ja dann, wie ich ja auch schon meinte, na, es wär ja viel besseres Pickup, wenn ich eben zum Beispiel oder wenn jemand eben auf eine Party geht und ein bisschen heftiger reingeht eher. Und das gar nicht so mit, hey, da und wie heißt du und bla und so und hey, Handynummer, magst du mir eine Handynummer geben oder so, sondern wenn das eben gleich vor Ort, na, scheißen, wo man frisst, so nach dem Motto. Also wirklich einfach so beim Tanzen schon so ein bisschen so, jetzt wird wieder hier der Vollkorn Jesus befürwortet, Übergriffigkeit. Nee, der weibliche Selektionsrahmen tut das, ne? Aber so, wenn man das jetzt wieder übersetzen will, Übergriffigkeit in,
Das mag auch nur so subtil sein, aber ein bisschen so körperlich, hey, so, hey, bla, und so beim Tanzen und so. Ja, oder der heftige Van der Kock von mir aus, der dann gleich so reingeht und irgendwie so kurz mal das Signal von ihr sieht, das als solches halt interpretiert und so, ja, hey, und es funktioniert. Es mag vielleicht auch nicht funktionieren, aber dann ist er halt so, ja, hey, cool, coole Party-Scheiße hier. Ja. Und dann macht er das bei einer anderen, und das meinte eben, er kann das bei 4, 5 dann auch machen an dem Abend, und vielleicht funktioniert es bei einer oder zwei vielleicht sogar, oder drei, ne, das Fischer dann auch, oder derselbe Typ, der mit drei verschiedenen Mädels und zu verschiedenen Zeiten irgendwo rummachend in der Ecke steht dann oder so. Ja. Da ist es dann, das sind dann genau die Kelle, wo dann der White Knight herkommt und zu seinen Freundinnen sagt, oh, Hey, passt brauchst du auf, Hilfe? ja, Oder so. so, sowas, Ja. oder wo passt auf, das ist eben voll der Wichser, Ja. das ist voll der Fuckboy. Ja, Und alle ja. Mädels so, boah, voll der Wichser, und dann, aber insgeheim ist Heimlich. es eben so, Heimlich wow, versuchen sie, dass es. unterbewusst wird schon wieder die Hand gerieben, ja, genau. Ja. Weil das ist ja auch das, was wir schon öfter gesagt haben, deswegen, so, also, ne, umso mehr Körbe einer eingefangen hat durch seine Pickup-Strategie, umso mehr ist er der Creep, umso mehr ist es Negativwerbung für ihn, umso Ja. mehr fällt er aus diesem ganzen Netzwerkding raus. Plus so Reputation Destruction. Das mag weit gehen, bis dass die Leute ihren Job verlieren oder was. Das kann alles sein. Das ist sicherlich auch alles schon passiert und das wird auch weiterhin passieren. Also alles Mögliche kann da ja passieren. Also wie gesagt, Aber man Beta, muss, ich nenne es mal Beta verbrennen. Also das ja, ist Politikmache gegen Betas. Aber ja. man muss aber auch sagen, dass es natürlich bestimmte unschöne Übergriffe dann gibt. Weißt du, ich kann mir das gut vorstellen, also wenn Frau in einem Club ist und sie hat dann halt wirklich solche Typen, die dann halt total unkalibriert, asozial, Ja. ihr einfach mal so an Booty grabben oder so, das ist dann schon sehr Ja, übergriffig. ja. Und da kann man dann nicht sagen, ja, der hat bloß nicht gut ausgeschaut. Aber damit einhergehend ist ja oftmals, dass Männer, die jetzt besser ausschauen, häufig auch bessere Social Skills haben durch besseren Feedback. Und sowas eigentlich, Ja. ich meine, wir gehen ja immer davon aus, dass man sowas weiß. Weißt du, ich meine. Aber es gibt natürlich auch Männer, die sagen so, ja, greife jetzt hin oder so. Aber wenn man jetzt nicht hier total verkrüppelt im Sozialen ist, um es jetzt mal so überspitzt zu sagen, da weißt du das ja. Ja. Aber es gibt trotzdem diesen Graubereich, dass man Ja, dann sozialen, sagt. beziehungsweise man muss schon nochmal differenzieren, sozial, ja, aber eben auch ganz bestimmter Bereich, eben der Datingmarkt. Ja. Da ist, weil da sind ja nochmal so doch filigran andere Dynamiken am Werke als jetzt im sozialen einfach so im Alltag, wenn man das Ja. jetzt mal so nennen will von mir Ja, du aus. musst aber ich meine, wenn du da bestimmte Signale deuten kannst, dann weißt du ja Ja, sofort, genau. was kann ich bei der Frau bringen? Wann ist die Frau zu viel? Aber das sind wir aber auch schon wieder bei einer Sache. Ja, mit Sind's den. entweder schlechte Skills, beziehungsweise, also ich glaube, dass das natürlich auch in dem Moment, das ist jetzt die Frage, ist es zu viel Alpha in dem Moment oder ist es doch auch Beta? Ja, oder hat Weil, sie Beobachter? Weißt du, ich meine, es dürfen ja auch die ja, das Leute. sowieso, ja, klar, das ist natürlich auch je nach Umfeld und Rechnung, wie viel Risiko gehe ich ein Ja. und wie viel Hypergamie will ich einstreichen. Ja, Ja. das hat mir auch so, keine Ahnung, bei sowas wie Steel Panther oder so Bands, so, die so auf so sexuell Content Rock quasi getrimmt sind, da sieht man dann tatsächlich oft, die werden dann als so heftige Alpha-Chats erachtet, die auch noch so sexualisieren in ihrer Mucke und so weiter, dass da wirklich die Frauen Schlange stehen am Backstage, wo Ja. Fotos gemacht werden davon und Videos und so weiter. Also die sind quasi volles Risiko gegangen auf in ihrer Kognition stehend maximalen Alpha-Seed. Ja. Ja, umso maximaler der Alpha-Seed in der weiblichen Kognition, umso mehr Risiko wird eingegangen im Netzwerk vernichten, so nach, oder in dem, ne, im Risiko im Netzwerk. Und umso weniger Alpha-Seed schätzt bei einem, umso weniger Risiko wird im Ja, Netzwerk eingebracht. ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass das sogar dann in der Regel sogar eher betaisiert, weil das nämlich dann zu intentional ist. Ja. Also so nach dem Motto, ach Gott, der wollte ja auf Sex raus. Ja, und vor allem, der, dann Wenn es weißt aber mit dem du. anderen geht, geht es dann tatsächlich auf Sex Ja. raus, aber da meint es eben, es ist einfach so passiert und es ist nicht gewollt gewesen von Und ihm. der Knackpunkt dabei ist, Männer, die wirklich Erfahrungen mit Frauen haben und vorher schon von Frauen selektiert worden sind, Wissen genau das. die wissen genau das. Die wissen, okay, eine Frau mag sowas nicht. Und wenn er diese soziale Intelligenz diesbezüglich hat, dann impliziert es ja wieder, ah, okay, der hat schon mit einigen anderen Frauen Erfolg, Viel weil mit er, Choice Coping, genau, Hypergamie und und so. das ist ja genau diese Spannung, auch wenn die Bauarbeiter dann den Frauen hinterher pfeifen, das funktioniert nie. Ja, weil es Beta ist in dem Moment, Genau, ja. und Frauen wissen, okay, der weiß nicht, wie wir Frauen ticken, und dann kommt ja automatisch dann damit die
Ja, genau, Die genau. Ekelreaktion. Absolut. Voll richtig krass spannend, aber diese Ja. Dynamiken siehst du echt immer wieder. Naja, Und voll. deswegen wird es aber nie so betrachtet, weißt du, ich meine, das ist dann halt nur immer so, ja, oh, Männer mal wieder. Ja. Aber wenn er es richtig macht, wenn er das alles, wenn er dann die Neurose befriedigt, die hypergame Neurose, dann, oh, wow, und so. Ich würde jetzt nur eine Frage stellen, noch zusätzlich, und zwar, wie soll man denn mit White Knights umgehen? Also, wie sollen White Knights eigentlich, also jetzt mal an White Knights gerichtet, wie sollten White Knights eigentlich mit der ganzen Situation umgehen? Wie sollten sie Frauen zum Beispiel begegnen? Weil das habe ich dann auch dem Kumpel geschrieben. Ich habe dem halt auch gesagt, dann, wenn zu mir eine Frau herkommen würde und sagen würde, boah, der hat mich gerade angemacht oder so. Also ich würde es dann halt abtun der Form, du, natürlich. Natürlich macht er das. So, und dann, ich würde dann auch so nach dem Motto, wenn sich der eine beschwert, das ist voll scheiße und so, wir sagen, du hier, hast du ein Bier und da stoßen wir jetzt an und das ist alles cool, weil ich würde es wahrscheinlich auch machen, weil so nach dem Motto, ne, so, also was sollen sie denn tun, die Kerle? Sei doch froh, dass du diese Aufmerksamkeit bekommst. Also, ich würde in diesem Fall erstens sagen, auf gar keinen Fall mit verborgenen Verträgen arbeiten, weil das ist ja das, ne? Die machen das ja nur, weil sie sich irgendwann mal in 5 Jahren oder was weiß ich, endlich soll sie erkennen, Also als was. Motivation nicht daran Genau. arbeiten, ja. Das ist der verborgene Vertrag. Und zweitens, einfach, die Frau ist ja selber erwachsen und das will ja der Feminismus immer. Also, hier bitte, habt ihr das? Es ist dein Das Problem. Und das nächste ist ja, das habe ich bei Abba and Preach, das ist auch so ein ja. amerikanischer Channel gesehen, kennst du ja auch. Großartig, Da ging es ja ja. darum, das fand ich so ein gutes Argument, dass eben aktuell ja mit diesen Trans-Geschichten, dass biologisch geborene Männer sich umoperieren lassen haben und dann eben natürlich trotzdem 40 bis 70% im Durchschnitt mehr Muskelmasse haben, aber jetzt im Frauensport, in dem Fall Kampfsport, mitmachen und dann halt da diesbezüglich. Ja, zu diversen Ungleichheiten das führt, weil er einfach bestimmte Vorteile aufgrund der männlichen Gegebenheiten hat. Und da haben sie ja eben gesagt, ja, sie sollten sich dafür nicht stark machen, sie sollten sich dafür überhaupt gar keine Videos mehr drüber machen, weil das ist ja ein Frauenproblem und Frauen sollen sich darum kümmern, weil das ist ja auch eine Art von White Knighting, wenn dann der Mann herkommt und sagt, ah, schaut's mal hier. Nach der Transformierung sind jetzt da die Frauen, aber die hauen denen mehr oder weniger die Hucke voll. Dann ist es aber trotzdem deren Verantwortung, das zu thematisieren oder eben aufzuarbeiten, weil das ja in diesem weiblichen ja, Space oder in diesem weiblichen Raum passiert. Und warum sollte sich denn ein Mann noch dafür einsetzen? Weißt du, ich meine, es ist ja Ja, kein männliches Problem. genau, es ist, wie man ja schon öfter gesagt hat, genau, es ist kein männliches Problem. Es ist, beziehungsweise, wie ich ja auch eben behauptet habe, jetzt schon öfter, es ist ja eher sogar ein Problem für einen Mann, das White Knighten, eben, weil er eben sagt, es ist ja ein Schuss ins eigene Bein. Ich will doch auch nicht, als dieser eine Bekannte da zum Beispiel oder wer auch immer, ich will doch auch nicht selbst dann als Mann ge-reverse-slut-shamed werden, ne? So nach dem eben für dieses, ne? Frauen werden geslut-shamed, wenn sie Sex hatten, und Männer werden geslut-shamed, wenn sie versuchen, an Sex heranzukommen. Ja, also eben Stichwort wieder Pickup, Creep und so weiter, solche Stichworte. Und wenn man sich dabei betaisiert eben, und hier wieder Netzwerkverbrennung und Politik mache gegen dann solche Beta-Männchen und so weiter, in den Augen der Frau. Und das, sowas will ich doch alles nicht erfahren als Kerl. Genauso wie ich ja auch eben sagen muss, ich will doch als Kerl natürlich, das habe ich ihn dann auch gefragt, ja, du willst doch auch mit diesen, alle Mädels, die dir gefallen, mit denen willst du natürlich was haben. Das ist doch wieder dieser Batzen Unehrlichkeit, wo ich gerade bei Männern so richtig giftig finde, weil dass die Frau sich so verhält, wie sie es in der Tendenz tut, das behaupten wir ja gerade, ja, okay. Aber dass Männer, die sind natürlich auch determiniert, aber dass sie eben gerade durch diese Determinanten in die eigentlich natürlich jetzt nicht unbedingt falsche, weil die Frau eben viel wert ist in der Gesellschaft, aber zumindest auf ihren Selektionsrahmen bezogen, auf den männlichen, in eine falsche Richtung laufen damit und das auch nur für sich selber dadurch aus Versehen verbrennen, das Ja, Ganze. es ist eben diese Teildeterminante dabei, weißt du, ich Ja, meine, es ist ja genau. nicht hundertprozentig, aber es hat Einfluss und du siehst es eben in den durchschnittlichen Ergebnissen. Ja. Und das ist dann genau das, wo die Männer dann, auch vor allem, wenn es jetzt darum geht, sich
vor, das Messer für irgendwelche fremden Frauen zu schmeißen. Warum? Wie Ja. viele Männer sind dadurch schon draufgegangen, Ja. wenn sie, vor allem, oder wenn nur so ein Paar einen Streit hat, ja, dass es dann noch mehr eskaliert ist, weil Ja, irgendein Mann gemeint hat, ich setze mich jetzt hier ein. Und dann ja. ist er ja erst umso heftiger in den Knast gekommen. Ja. Ich meine, wenn da deine Familie verteidigst, keine Frage. Aber bei irgendwelchen fremden Frauen, warum sollte man sich da als Mann zum Depp vom Dienst degradieren, dass man dann am Ende auch noch die Härte des Gesetzes abkriegt und die zwei, jenigen, die dann vielleicht noch auf dich losgegangen sind, weißt du, ich meine? Ja, klar. Also, Ja. es ist kein Mehrwert für den Mann in der Moderne, Völlig. sich hier aufzuopfern und deswegen halt auch, um diesen verborgenen Vertrag aufzugeben, dass man sonst einfach sagt, du, pass auf, oh, bist ja Schnitzel, ja, Interesse und so. Ja, oder halt in diese Richtung, dass man eben direkt gleich sagt, was Sache ist. Mode One, wie der Alan Roger Curry sagen würde, direkt so, hey, das ist es, Interesse, habe keine Lust an Freundschaft und so. Und dann kann man das viel klarer irgendwie auch machen. Weißt du, ich meine, weil voll Ja. viele haben dann auch irgendwie so Freundschaften. Und das ist halt immer die Frage, Freundschaft zwischen Mann und Frau. Erstens glaube ich, dass du niemals wirklich diese Tiefe herbeizaubern kannst, Sagen wir außer es mal so, vielleicht, dann, wenn er halt nicht auf sie steht, ja, aber selbst dann hat man ja immer auch schon selber erlebt, solche Dynamiken, dass sie dann irgendwann was. dass sie, nee, das, also das kann auch passieren natürlich, aber dass in der Tendenz dann trotzdem bei den weiblichen Freunden, aber Kumpel wird, der schreibt mir nicht an und sagt, hey, du, hilfst schon mal, einen Schrank aufzubauen. Ja. Das ist sowas, mag bei so Umzügen oder so, bei so heftigeren Sachen, sage ich, okay, aber sowas wird da eher nicht passieren, währenddessen das dann aber von diesen Freundinnen, ne, auf die dann der Kerl eben in dem Fall nicht stand, und dann passt es, ist eigentlich alles cool, und dann kann man echt irgendwie so idealistisch cool eigentlich sein miteinander. Aber man sieht bei manchen Mädels dann so, ne, da kommt es dann vielleicht auch wieder auf Konstitution an, mit so gewissen so flache oder hohe Hypergamie, wie es man nennt. Aber also mit so einer hohen Hypergamie-Kurve, da hast du dann schnell mal solche Situationen davon, ja, auch so, oh, komm, hilf schon, einen Schrank aufzubauen. Und das ist ja in einer gewissen Hinsicht auch okay, aber wenn man dann weitere Moves sieht und auch wieder so Unterverantwortlichkeiten und so auch in so Freundschaftsfragen und dann trotzdem so aufgerechnet wird von ihr, wo man dann schon wieder eben nicht in sowas sind wie, darum gibt es ja auch den Begriff Männerfreundschaften, ne, die halt einfach dann, jetzt wird's wieder, jetzt explodieren wieder Köpfe, aber die dann halt wohl idealistischer zu sein scheinen, nämlich wo weniger aufgerechnet wird, so du, boah, du hast in der WEG-Fall einmal mehr abgespült oder so, ne, wenn ein paar Kumpels zusammen wohnen, sondern ist halt so, ja, pff, wurscht, ne, so, sondern dann wird da schon, ja, du hast damals aber nicht geholfen, mir den Schrank aufzubauen. Also, ne, so, da muss man eben auch aufpassen, da, dass sowas dann natürlich schnell passiert, und dann, wie du richtig sagst, dann ist es auch, dann ist auch wieder die Frage, mag man das dann nur als Freundschaften immer bezeichnen? Das ist halt so Sache, ne? Wenn, sobald es wieder um so Verträge geht, dann. Ja, und ich denke mir halt immer vor allem, wenn du den meisten Mann-Frau-Beziehungen, wenn da jetzt die Frau herkommen würde und sagen, du, wie schaut's denn aus? Hätte heute Abend Freitag Lust, Champagner und so weiter, kommst rüber und dann, dass sie halt vor allem auch hier mehr Richtung Körperlichkeit impliziert, dann sind die meisten männlichen Freunde, ja, bin sofort da, Naja, weißt du, ich klar. meine. Naja. Und dann erhoffen sie sich, boah, geil, jetzt habe ich so lange zugehört, jetzt habe ich mich so lange für die eingesetzt. Und das ist ja auch das Krasseste, Also wenn gerade, sie drauf stehen dann. Ja, das sowieso. ja, gerade aber diese Männer, die sich ja dann dadurch, das ist ja auch eine Strategie, ich bin nicht wie die anderen Männer und möchte nicht unendlichen Zugriff auf unendliche Frauen, ich bin anders, weißt du, ich meine, indem sie das dann abstreifen, wollen sie sich ja nochmal wieder von anderen Männern absondern. Schau, White wie, Knights und Blue Pill Alphas. ja, schau, wie ich über meinen archaischen Trieben von diesen anderen Männern stehe. Ich habe sowas nicht. Dann erhoffen sie sich dadurch, ja, okay, dann nehme ich dich, weil du ja gerade so vernünftig, so reflektiert bist. Aber es ist ja teilweise auch immer so eine unbewusste Hoffnung dabei. Ja. Und das wollte ich auch nochmal kurz aussprechen, diesen Punkt, den du da hattest mit dem, finde ich auch wichtig, dass White Knighting eigentlich, also in der Logik des Feminismus gesprochen, eigentlich, was ist frauenfeindlich, aber es ist auf jeden Fall Ja, antifeministisch. Aus der Logik des Feminismus gesprochen zumindest. die sagen ja immer im Englischen benevolent sexism, ja. Oder weil die Frau wird Ja, ja genau. dadurch mehr oder Positiver weniger Sexismus, ja. infantilisiert, sie ist das kleine Kind. Aber es machen ja Feministen auch immer, wenn sie vom Patriarchat sprechen, dass alles, ja, das ist internalisierte Frauenfeindlichkeit. Wenn eine Frau irgendwas Unschönes macht, dann war das irgendwie das Patriarchat. Und selbst wenn es das nicht mehr gibt, dann war es trotzdem das Patriarchat. Ja. Und das Krasse dabei ist ja dann, dass sie dann auch sagen, okay,
Habe ich mal, muss ich demnächst auch ein Video darüber machen, da ist so eine postmoderne Seite, dass ich dann sage, ja, Frauen, die am Arbeitsplatz andere Frauen abwerten, dass das ein Teil dieser Das internalisierten Patriarchat ist. Patriarchats Ja, ist, ja. weil sie eben in der Die Vergangenheit Strukturen, ne? genau, in der Vergangenheit wurden sie marginalisiert, deswegen tun sie jetzt am Machen sie das Arbeitsplatz auch? Frauen abwerten Scheiße. oder Frauen slut-shamen, währenddessen das natürlich eine lächerliche Erklärung ist, weil sie ja sagt, okay, Frau ist so unmündig, die ist nur die Fahne im Wind vom allmächtigen Patriarchat im Vergleich zu dem, dass sie natürlich hier auch zocken, verstehst? Weil sie ja gerade sagen, du pass mal auf, die ist sehr promiskuitiv, eben um die Vaterschaftsunsicherheit auf Alarmbereitschaft zu stellen, dass sie viel mehr den Vorteil hat, den Mann für sich einzufangen. Solche Sachen werden dann nicht beleuchtet, ne? Das ist nur Patriarchat. Deswegen, war ja ein Punkt, den wir vorhin noch hatten, da auch noch mal kurz was drauf zu sagen. Das ist ja das, was ich meine mit, man muss sich halt fragen, was, also wenn wir jetzt fragen, welche empirischen Modelle stimmen denn jetzt und so weiter, ne, welche Grundlagen von Feminismus, von Red Pill und was auch immer, da muss man sich halt dazu fragen, was jetzt objektive Wahrheit ist, sei mal dahingestellt. Der Punkt ist aber, man muss sich halt dazu fragen, in so einem Metadiskurs, will ich es jetzt haben, dass meine praktische Konsequenz quasi ist, aus meinem Erklärungsmodell, dass bestimmte, also sagen wir es mal so rum, dass alle einfach determiniert sind, irgendwie, und wir können die irgendwie erklären und uns und die, also die uns beschäftigen und die erforschen diese Phänomene, die uns da determinieren mögen. Und dass wir dann alle in der Bandbreite der Gesellschaft dafür verantwortlich sind, also erstmal akzeptieren, dass das so ist, und dann, je nach, also und dann halt weiter, wie man da diskutieren darüber, wie man damit weiter verfährt, dass das so ist. Alle in einer Verantwortung stehend. Na, weil das ist ja der Punkt, das nimmt erstmal die Verantwortung als Fingerzeig raus. Aber natürlich ist es dann, weil dann kommen wieder so Affen, die sagen, boah, Determinismus, dann hat ja niemand mehr Verantwortung. Dann gibt es keine Ethik mehr. Also, nein, jedes einzelne Individuum hat dann, alle haben dann die Verantwortung auf ihrer jeweiligen Seite, die wir beschreiben in der Red Pill. Entweder ich nehme das an und sage, okay, oder ich will, dass die praktische Implikation ist, dass genau eine bestimmte Art von Elite, der weiße Cis-Mann eben zum Beispiel, das Patriarchat eben in dem Fall, dass Männer und ihre Verhaltenstendenzen an, dass das ursächlich ist. Ne? Das ist eben das, was man sich da auch fragen muss einfach. Und da muss ich doch sagen, da hört sich doch Ersteres in vielerlei Hinsicht einfach sinnvoller an, allein schon in der Praxis. Der Knackpunkt dabei ist jetzt, um jetzt kurz mal diesen determinismusfreien Willen-Diskurs anzusprechen, es ist völlig egal, ob es jetzt 100% freier Wille, Das auch, Determinismus ja. ist. Letzten Endes musst du die Leute verantwortlich halten, weil selbst wenn jetzt jemand 100% determiniert ist, wird durch verantwortlich halten sein Verhalten moduliert. Weil er dann merkt, okay, wenn ich das mache, gibt es Das ist Ärger. ja auch schon Evolution. Genau. Absolut. Und das ist erstens der Grund, warum du Leute verantwortlich halten musst. Und der Ganz zweite. kurz, der Feminist oder die Feministin, die haben halt, oder die Sozis und die Sozialwissenschaftler und so, die haben halt oft ein sehr naives Verständnis von Evolution. Aber ja. Und der zweite Aspekt ist, du musst es ja falsifizieren können. Und diese Verschwörung vom, ja, oh, strukturell Verzauberung, mehr oder weniger. Das können Sie ja nicht falsifizieren. Das habe ich ja auch mal in dem Postmodernismus-Video gesagt. Ja, diese empirischen Behauptungen, dass es irgendwie so einen Erhaltungssatz des Patriarchats gibt, das trotzdem, obwohl man so viel erreicht hat in puncto Gleichberechtigung, immer noch Bestand hat. Das musst du empirisch belegen. Und da ist einfach die Evolutionstheorie weitaus besser, weil du es eben kulturübergreifend immer wieder siehst und sogar bei den Schimpansen in der Selektion. Siehst in der reproduktiven Erfolgsstrategie und auch diese indirekte Aggression, die Frauen ja durch Rufmorde oder die ist, schau dir da an, das ist ein ganz leichtes Mädchen. Das siehst du ja überall, solche Dynamiken. Naja, nur was ich da halt einwerfen muss, auch so mit so Falsifizierungen und so Zeug, Falsifizierbarkeit und sowas, da muss ich halt immer einwerfen, das wird sich immer gegenseitig vorgeworfen und dann kommt natürlich auch immer hier Unwissenschaftlichkeit hier, Unwissenschaftlichkeit da. Das Problem oder Verschwörungstheorie hier Verschwörung, na, das wird auch dieser Martin Sieger oder was, der diesen Gamma Bias formuliert hat. Das Buch ist übrigens der Hammer. Dieses Palgrave Handbook of Man, Psychology and Health oder irgendwas. Kann ich nur empfehlen. Und da haben die unter anderem diesen Gamma Bias formuliert. Und die sprechen auch halt, dass das ja, dass der Feminismus eigentlich oder die Grundlagen des Feminismus sind maximal eigentlich, ja, Theorien, die eigentlich halt völlig unbestätigt sind. Also,
Da muss ich sagen, als Philosoph muss ich sagen, wir können nichts bestätigen, wir können auch nichts falsifizieren auch irgendwie, aber was halt, deswegen ist das eben der Punkt, ich muss mir, also, weil das ist ja der Witz, ich kann ja tatsächlich alles aufs Patriarchat zurückführen. Mich hindert da gar nichts dran. Deswegen machen die das ja auch. Genauso wie wir sagen, ja, wir führen das alles irgendwie komplexer zurück auf irgendwas weiter Hinterliegendes oder so. Das geht beides dauernd. Genauso wie wir sagen, dann, das ist sozial konstruiert oder es ist genetisch oder was auch immer. Aber am Ende ist es eben, wie gesagt, eine praktische Frage. Deswegen meine ich eben, die Frage ist am Ende, will ich eine Gruppe an Menschen verantwortlich machen und die auch abändern? Na, so Female Choice, das Buch, das ist ja alles nett gemeint. Da hat letztens, das muss ich auch nur kurz einwerfen, Warte, ich das. muss da noch Ja, bitte mach hinzufügen. das. Der Knackpunkt dabei ist ja, dass du, also in bestimmten Aspekten, ja, in den Gesellschaften, wo noch mehr Gleichberechtigung herrscht, hast du immer noch die gleichen Dynamiken. Und das wird dann halt auf der einen Seite erklärt, ja, oh, das ist strukturell vererbt und so weiter. Und das halte ich eben für Klar, nicht, Probleme gibt es dann schon irgendwo in der Empirie, das ja. halte ich aber für nicht so plausibel wie jetzt zum Beispiel die Evolutionspsychologie, weil auch in diesen Stämmen, wo Frauen mehr zu sagen haben, wo es ein Patriarchat gibt, wollen diese Frauen immer noch den Mann, der noch mehr Status hat und eben diese Dinge Ja, versorgt. diese egalitären Stämme, wo dann trotzdem die Frau Genau, zurücksteckt. genau. Dann wieder die Passivität der Frau Oder eben beobachtet, noch also mehr, ja. oder zumindest die generierte, es ist ja in dem Fall, die generierte. Vielleicht auch eben selbst generierte, also von Frauen selbst generierte Passivität. Erstens mal ein Ding ist und zweitens dabei die Wahl nach, nennen wir es mal bildlich gesprochen, oben Ja, der Fall ist. richtig, ja. Und das Genau. sind halt auf alles, ja, ich meine, letzten Klar. Endes, die Red Pill ist ja letztendlich wie eine Bedienungsanleitung, um jetzt nochmal nach hinten zu greifen, diese eine Freundin, die jetzt bi ist und sagt, okay, möchte jetzt aufrauen, dann sagt, ah, willkommen auf der dunklen Seite der Macht, jetzt hast du es auch mal schwer. Und jetzt unabhängig vom Online-Dating, wenn sie dann mit den Frauen überhaupt auch so interagiert, hat es ja viel schwerer, um es auf diese Schiene erstmal zu bringen. Ja, absolut. Was war jetzt der Punkt gerade nochmal, wo wir so rumgeschrien haben davor? Mit dem Female Choice Buch. Ah, Female Choice, Maike Stuwe Rock. Da hast du ja auch schon ein Video gemacht und ich glaube, dass du das auch sagst. Ich habe es nur ganz geschaut, glaube ich. Aber das Ding ist, das ist ja auch alles schön gemeint und das war auch so witzig, genau, das war so witzig. Eine Dozentin, sagen wir es mal einfach nur so, mit der ich ab und zu diskutiere, auch schon mal in einem Seminar drin gewesen und so weiter. Da, die hat selber. Also sie hat mir das empfohlen, wobei ich es dann so teilweise eben gelesen habe und hat gemeint, ja, das scheint ja da ganz interessant zu sein und so. Und dann hat sie nur gemeint, ja, das scheint ihr in ihren Augen, die ist so Hardcore-Feministin, das scheint in ihren Augen Feminismus im Red Pill-Kleid zu sein. Richtig. Nein, es ist andersrum. Weil, jetzt pass auf, beziehungsweise das heißt, es ist so. Ich habe dann zu ihr gesagt, das ist interessant. Ja, du würdest sagen, es ist. Nee, ist anders, sorry, sie hat es andersrum. Also, nochmal. Sie hat gesagt, das scheint ihr. Ja, doch, das scheint ihr Feminismus im Red Pill-Kleid zu. Nee, hä? Wie rum muss die Logik sein? Oh Gott, das kann schneiden, ist ja wurscht. Sie hat gemeint, das scheint ihr Red Pill im Feminismus-Kleid zu sein. So rum hat sie es gemeint. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant, dass du es so sagst. In deinen Augen kann das tatsächlich so sein, weil da wird ja breit. Im Normalfall, was weibliche Verhaltenstendenzen, Female Choice, Marktmacht, Hypergamie und so weiter, alles anbelangt, wird ja weitgehend geleugnet über Sozialkonstruktivismus. Na, das ist sozial konstruiert. Das Patriarchat und wie wir es jetzt übersetzt haben vorher schon, and therefore männliche Verhaltenstendenzen, die sind ganz realistisch seiend der Fall. Und die kann man auch verallgemeinern in der Statistik und so weiter und so weiter. Ja, das ist ja der Move dahinter immer. Und alles Weibliche ist eigentlich konstruiert. Und das ist ja das, was dieses Buch zumindest ja bedenkt und was das dann aufgreift. Aber dann habe Aber ich auch zu ihr gesagt, sie es sagt ist ja eigentlich, genau. evolutionsbiologisch, sagt sie ja, Ja, aber ja. genau. Und da habe ich dann auch zu dieser Dozentin dann eben gesagt, finde ich interessant, dass du das so sagst. Ich sage es eher andersrum eben. In meinen Augen ist es Feminismus im Red Pill-Kleid, um halt auch die ganzen, es gibt ja sonst da draußen nur Incels, das war's. Und so weiter. Auf jeden Fall der Punkt, dass man die da irgendwie nur so mit ins Boot holen mag oder so. Oder auch sehr schlau von der Rhetorik natürlich, weil, was ist am Ende natürlich, wie du auch im Video auch so ein bisschen dargestellt hast, sie bringt das ja alles, ja, das ist alles evolutionsbiologisch und das Patriarchat fällt jetzt weg als Top-Down-kulturelles Ding vom Mann und so und jetzt ist die Hypergamie der Frau unleashed. Bis dato ist es ja alles okay. Es ist ja auch nett, dass sie am Schluss sagt, ja, bitteschön, Prostituierte für 80%ler. Ja, und das Beste ist, Aber, dass es in Mainstream bringt. Weißt du, ich meine, ja, genau, sie ist sozusagen das ist an ja. sich cool, das ist ein cooles Surrogate, Ja. aber
Was da natürlich ganz klar steht als Kernaussage ist, dass die Hypergamie unleashed ist, und zwar zu 100%, ist gut so. Und gleichzeitig ist es gut so, dass der Mann mit seiner männlichen, dass die männliche Strategie immer mehr abbaut. Das ist auch gut so. Das heißt, es wird wieder nicht danach gefragt, ob man denn nicht auch den weiblichen Trieb, der eben dann, wie sie er darstellt, gänzlich anders ist als der männliche, Strategien und so weiter, ob man denn den nicht auch ein bisschen moralisieren möge. Ja, Aber das das wird eben nicht gesagt. der Knackpunkt dabei, was mich ja an Ihrem Buch so stört, ist ja, oder beziehungsweise diesen Feminismus im Red Pill Gewand, das trifft es eigentlich perfekt, dass sie sagt, ja, okay, my body, my choice, Frau soll so viele haben, wenn sie möchte. Und das ist ja nicht die männliche Strategie, ja, sie möchte ja nur den mit dem Besten gehen und zeitgleich aber auch die Langzeitstrategie durch die Versorger. Und sie geht da nicht so weit und sagt dann, okay, wahre Gleichberechtigung, my wallet, my choice, ja, aber your wallet, your choice. Das wird, weil es wird einfach als gottgegeben gesehen, dass die Männer die Versorger sind und hier sind sie diejenigen, dann die Zahlesel, die dann Steuern weiterhin Eben, zahlen, das sagt ja auch nichts. Die können schon Frauen weiterhin sein, bezahlen ja. und die Möglichkeit auf Sexualität soll Komplett bei der Frau liegen. bei, genau, und das Genau. nutzt ja die Frau, dann sagt sie ja, Frauen schulden euch keine Sexualität, das stimmt, aber Männer schulden euch keine Finanzen oder hier Kohle und so Ja, weiter, weil Männer machen das ja primär wegen der Möglichkeit auf Sexualität. Und sie geht nicht so weit, dass es sagt, okay, wir machen jetzt einen klaren Cut, du hast auch keine Möglichkeit auf Sexualität, weil wenn sie das machen würde, dann würde sie ja, was sie ja möchte als Feministin, die Vorteile aus beiden Welten haben. Weißt du, sie möchte die maximale Female Choice, wer mit wem, deswegen Kirche böse, Monogamie böse. Außer wenn es nützlich ist im Sinne von, okay, der Mann zahlt weiter. Das ist wie vorhin dieses Beispiel. Sie wollen die ultramoderne Frau sein, aber diese. Man kann Zahlen übrigens natürlich auch ganz kurz eingeworfen, auch bildlich sehen, nicht, also Zahlen auch, aber eben auch bildlich in einem sozialen Sinne und so weiter. Das ist ja das, Genau, was wir alles auch quasi, das diese ganzen White-Knighting, das ist ja Dynamiken, eine ja alles, Bezahlung. Es ist diese ja eine. Politikmache und so, das ist ja Ja. alles, alles, das ist ja alles Aufwand des Mannes, wenn man das so Ja. nennen will, Um ja. es jetzt so runterzubrechen, vereinfacht. Frauen nutzen die Möglichkeit auf Bunga häufig, um an Beziehungen, also Ressourcen zu kommen. Und Männer tendenziell, natürlich haben Männer auch manchmal, okay, mit der will ich was haben. Klar, nicht alle Polizei hat es hoffentlich verstanden. Aber Männer nutzen oftmals die Möglichkeit auf Beziehungen oder auch Ressourcen, um an Bunga zu bekommen. Und das ist ja genau dieser alte Handel. Und sie sagt nur, okay, Frauen sollen hundertprozentig ihr eben Bunga haben und das dann nutzen, um dann auch Beziehungen zu bekommen, aber nur ganz selektiv, um auch Ressourcen zu bekommen, ohne dass die dann was vom Bunga abkriegen. Aber sie sollen immer, vielleicht kann es noch passieren, weißt du, ich meine, die Möglichkeit auf Bunga aufrechterhalten, um beides zu haben. Bunga haben und eben auch den Selektionsrahmen zur Vollendung in der Hand zu haben. Richtig. Weil das, also, na, jetzt wird wahrscheinlich wieder mit Rape-Accuses und so weiter rumgeworfen, aber, oder dass man da was befürworten würde oder so. Aber man muss trotzdem ja auf dieses Phänomen schauen, dass in der ganzen Gesellschaft es stark anerkannt ist und auch der Frau komplett moralisch, eben auch moralisch aufgeladen, zuerkannt wird, dass sie auch zu 100% die Wahl in der Hand hat. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe dann zu dem Kumpel auch, ich habe dann an Tinder, wieder White Knight Thema wieder, direkt, ich habe dann zu diesem White Knight Boy gemeint, ja, bist du denn auf Tinder? Ja. Also der hat sogar Tinder erwähnt, irgendein Beispiel von ihm und bla bla bla. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ja, du bist auf Tinder und findest es scheiße, dass ich alle Mädels auf der Party anklabert habe. Und jetzt pass auf, na, hat er eben auch natürlich richtigerweise, das stimmt ja vom kruden Phänomen her wieder. Ja, siehst du wieder, die Leute denken, die können diese Dynamik nicht Die reflektieren. Abstrahierungen, Genau, ja. da ist keine Abstraktion da. Ja. Die Dynamik ist ja richtig, da hat er nämlich gesagt, ja, es ist halt doch einmal in der Realität, es sind die Sozialdynamiken halt doch nochmal, haben eine andere Logik als auf Tinder. Ja, aber nur aus einem Grund, weil wenn man sich dann weiterfragt, warum eigentlich, dann wird man eine Sache sehen. Weil auf Tinder genau eine Sache erfüllt ist, die bei direktem Pickup nicht erfüllt ist, auf einer Party oder auf der Straße oder wo auch immer. Nämlich, sie hat vorher bereits, so wie es in real das Lächeln ist oder sowas, Ja, oder irgendein Signaling, sie hat das vorhin man dann gesagt, interpretieren muss als Kerl. Sie hat Ja gesagt. Genqualität, ja. Genau, sie hat irgendein Ja gesagt. Also das muss dann ja natürlich noch nichts weiter heißen. Das würde auch der Feminismus jetzt wieder einwerfen. Ja, das heißt doch nichts, wenn sie Ja gesagt hat, dann muss sie ja immer noch nicht machen oder so. Ja, ist ja okay alles. Aber
Sie hat eben ja gesagt und das ist der einzige Unterschied und das ist tatsächlich auch schon wieder, und da sieht man wieder Gynozentrismus, der einzige Grund, warum überhaupt eine andere Logik auf Tinder wie in der sozialen Realität herrscht. Ja, und das gleiche bei Instagram auch. Deswegen hast du ja diese neuen Postfächer dann bekommen, ja, dass sie nicht mehr alle im Eingang sind, sondern auch im Vorscreening, da wo dann dieser Hauptordner und dieser Nebenordner ist, wo dann die Frau erstmal schauen kann, ja, na, doch nicht. Und es ist nochmal unter der plausiblen Abstreitbarkeit versteckt. Ja. Und das sind dann auch Dynamiken, die sehr interessant sind. Und das nächste ist, die sagen ja dann oftmals auch so aus dem Feminismus und die Whiteness vor allem, ja, Frauen schulden euch keine Sexualität, wie vorhin gesagt. Das stimmt, aber wenn du jetzt mit einem Mann auf ein Date gehst, dann ist es impliziert, weil sonst würden sie sich ja gar nicht auf ein Date treffen, bloß keiner sagt es. Und dann denkst, es ist halt einfach eine soziale Frage, das zu tun. Ja. Das ist, genau, das ist auch mal, das sind wir jetzt wieder bei Victim Blaming und so Scheiße. Und der Mann soll aber bezahlen, genau. Weißt du, ich meine. Ja, gut, das ist, also das mag jetzt auch nischenrelativ sein, in einem gewissen Mainstream Low-Intellect vielleicht oder so oder was auch immer, oder so Hochverdiener-Nischen und so, da mag das alles so sein. Aber es gibt eben auch natürlich viele Nischen, also gerade bei meinem Uni-Bereich und so, da lässt die Frau nicht zahlen. Also das mag bei Ehen, Kisten und so, mag das alles passieren. Aber bei so einem Dating-Game, da wird das eher, da wird auch dann dem Typ mal was ausgeben oder so. Aber insgesamt ist es ja trotzdem, ich habe ja einen riesigen Aufwand betrieben. Ja. Und dann geht es immer noch nicht darum, auch wieder an alle Feministinnen, es geht nicht darum, dass sie dann sagt, ja, du, ihr habt die angesprochen, ihr habt jetzt das gemacht, jetzt musst du halt mit mir hier in die Kiste springen. Nein, darum geht es ja gar nicht. Aber man muss sich das trotzdem als Reflexionspunkt in diesen Diskursen und im Alltag auf den Schirm rufen, dass das eben alles so ist und dass es dann trotzdem einfach eine durchaus trotzdem soziale und dann mag es eben auch als normative, als Wertefrage oder auch als moralische Frage dastehen, dass ich als Frau nach 5 Dates oder so und der Typ hat Nei buttert ohne Ende an Aufwand und Zeit und sonst was und Herzblut. Oder Dienstleistungen sind ja das nächste. Ja, oder und an eurem psychologische Konstitution und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auch, das wird ja auch völlig übergangen, dieses Phänomen. Wie viele Männer eigentlich als Leichen zurückgelassen werden in diesem Dating-Spiel. Oh, du siehst Männer bloß als Opfer. Ja. Ja, who hurt you? Ja. Ja, Leute, genau darüber redet auch der Feminismus. Ja, aber da sind wir wieder bei diesem Trivialentwurf. Aber genau, das ist nämlich der Punkt. Da redet da kein Mensch drüber, wie es Männern eigentlich dabei geht, wenn eine rumspielt ohne Ende, push and pull und angelt wie die Sau und nach irgendwie, keine Ahnung, wie lange man das dann als Kerl, da sagt dann der Red Pill, oh, er bist ja selber schuld, dass du das so lange rummachst. Ja, das Ding ist halt... Du kannst ja, nicht jeder weiß es, das ist das auch Erste. Das und das ist, und der zweite Punkt ist halt, ja, die Frage ist, wann wirfst du den Löffel? Und wie viel Marktwert hast du dabei, während du den Löffel wirfst und so weiter und so fort? Jetzt ist der heilige Gral, der Red Pill würde sagen, es ist egal. Und da sage ich aber, nein, ist es nicht, weil das ist ja gerade der Punkt. Dahingehend sind wir ja dann doch auch als Kerle determiniert, dass ich sage, es ist eben nicht egal. Ja, ja, klar. Es muss irgendwas passieren langsam, sonst platzt mir der Schädel. Return also, of Investment halt. Ja, genau. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, also Platz mit der Schädel im Sinne von, es muss jetzt dann, dieses Bunga muss irgendwann geschehen mit gewissen Frauen, ne? Weil das ist halt die Determinante auf unserer Seite dann wiederum. Yeah. Und die kann man sich dann als Red Pill, die kann man dann so in der praktischen Red Pill zumindest so kleinreden, wie man will, mit diesen, ne? Das ist ja auch die ewige Frame Diskussion, so, die wir haben, ja, mit der Freiheit des Ergebnisses. Ja, ja. Das, ein Mann würde ja gar nicht großartig mit Frauen interagieren, um es jetzt mal so platt zu sagen, oder zumindest mit Attraktiven, wenn dann teilweise wenn das nicht schauen würde. Nicht dabei wäre, weißt du, ich meine? Eben, naja, das ist ja immer so ein Graubereich, ne? Mindframe, Earframe. Ja, aber du musst halt so weit gucken, dass du nicht zu durstig bist und dass du halt, wie soll man sagen, dein Selbstwert als Mann oder das nicht zu einer Männlichkeitsmedaille verwandelst, wenn du sagst, oh, okay, jetzt habe ich so und so viele Frauen gehabt. Ja, da muss ich aber auch sagen, da bin ich auch mal ein bisschen anderer Meinung. Ich sehe das weniger als Selbstmedaille an oder sowas, oder als Männlichkeitsmedaille, sondern ich sehe es eher, das meine ich eben mit diesem, es geht da nicht um Ehre, es geht nicht um Männlichkeit, es geht nicht darum, dass ich irgendwie sagen kann, ich bin dann erst Mann oder so, wie du auch auf den Videos suggerierst, sondern da geht schlichtweg darum, Bunga, mit einer Frau, die mir gefällt und im besten Fall mit 2 Frauen, die mir gefallen, 3, 4, 5 ja, und so weiter. Ja, ja. Das ist halt die Determinante auf unserer Seite. Weil da muss Red Pill auch sagen, okay, wenn ich alles irgendwo als empirisch betrachte, dann ist das eben auch diese Determinante, die da ist. Ja, klar. Und dementsprechend finde ich das immer so ein bisschen halbscharig zu sagen,
Ja, das braucht ja nicht, dass Männlichkeit. Nö, darum geht es ja auch gar nicht. Aber das Der ist ist ein oftmals eben Hunger. so, es ist eben so ein Und um Liebe oder Kontrollmechanismus. was auch immer, das muss man jetzt übrigens auch noch einwerfen. Das sei alles möglich, ja. Es ist eben, weil man das betonen muss, so oft ein Kontrollmechanismus auch von White Knights, egal woher sie jetzt kommen, dass man eben sagt, das ist nicht männlich, das ist männlich. Oder eben es wird als Modulationstool benutzt, damit die Männer eben spuren, weil Wobei ihre das mit der Ehre. Männlichkeit, das wird wahrscheinlich eher der Blupel-Alpha rauspacken. Ja. Boah, du bist ja voll die Memme, wenn du da irgendwie Mädels anquatscht oder was weiß ich. Ja, aber die anderen sagen ja, wenn du emotional bist, wenn du eigentlich eine Frau bist, dann bist du ein Mann. Ja, das ist der White Knight. Ja, genau, der White Knight, der würde wieder diese Sozialkonstruktion und alles auflösen und Ja, du so. musst Und weinen und so. du musst doch bloß zu den Mädels hingehen. Und das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ist ja der Widerspruch, das ist ja eigentlich dieser Fehlschluss, dieser Widerspruch in diesem White Knight-Ding, dass er nämlich einerseits das ganze Feministische übernommen hat und sagt ja offene Kommunikation und du musst ja bloß na, mit denen reden, mit den Leuten und so. Und auf der anderen Seite findet das scheiße, dass ich verschiedene Mädels anquatsche auf der Party. Ja, in diesem Idealismus stehend, in diesem Naiven. Also der zumindest, das ist ja schön, aber absehend von dem, wie es gerade ist, halt der Ja. Status quo, wie es ausschaut, die Dynamiken. Ja, wenn das so wäre, wie er sagt, ja, dann wäre das ja top löblich, wenn ich zu 10 von 10 Mädels auf einer Party hingehe und die nach ihrer Handynummer frage und im besten Fall denen ja auch noch sagt, dass ich mich in sie verliebt habe und sie total schön finde und ob sie bitte mit mir schlafen will. Ja, oder Also, wenn weißt du, du. das wäre ja genau dieser Punkt. Ja. Und wo ich dann, das wollte ich jetzt auch noch so als letztes Beispiel bringen. Ich habe ja auch mal einen Kumpel verloren von der Uni, der auch immer mehr in diese Richtung Femi abgedriftet. Aber vorher auch, diese ganzen Red-Pill-Dynamiken hat der vorher auch voll bejaht. Und so, boah, er ist voll im Arsch und Alter, das ist ja fett der Aufwand, schon fast schon Mücktau-mäßig eben so argumentiert und so weiter. Und so ein bisschen, und ja, und du hast recht, alles mit boah, die Dynamik und so. Und eines Tages war er plötzlich voll Lefty. Und ist dann in die genau andere Richtung gegangen und hat dann mir eben wieder immer wieder eine Diskriminierung vorgeworfen und Bormudo, Alter, boah, super grenzwertig alles und Und das so. ist das Komische dabei, dass ja Ja. genau diese Lefty-Männer, das hat ja gar nichts mit politischen Aspekten zu Ja, tun. Die null. haben ja die gleichen Probleme dann, Das ist ja das, verstehst? genau. Und da ist mir auch aufgefallen, was, glaube ich, auch ein Mechanismus ist, neben den ganzen, die wir jetzt schon besprochen haben, bei diesem White Knight-Tum, war in dem Fall, finde ich, was man daran schön sehen konnte, ich habe so das Gefühl, du hast als Mann, und deswegen ist White Knighting auch auf eine Stufe zu stellen, mit diese ganzen Sachen, über die man auch in diesem Reddit-Ding und so weiter, der spricht, ne, Incels, MGTOW, Pickup, praktische Red Pill, Ja, es wird alles homogenisiert und Black Pill von mir aus, Frauenhass. ja, das, nee, jetzt geht es um was anderes, sondern ich meine Black Pill und von mir aus und was weiß ich noch alles. Und dann ist lustigerweise White Knight in derselben ganzen Linie stehen, die ich gerade genannt habe, und zwar in einem Punkt. Das sind ja alles, wenn man das verstehen will, als Coping-Strategien des Mannes gegenüber der weiblichen Marktmacht, ihrer biologischen und der Hypogamie. Und jetzt ist mir da auch aufgefallen, dass White Knighting das, glaube ich, auch noch zur Ursache hat oder haben kann, dass das einfach so hartes Externalisieren ist. Meine Probleme mit der Frauenwelt sind vom Patriarchat her rührend. Ja, Das hat er mir auch so gesagt. Ich habe ja dann auch gesagt, du Kerle, schau mal her, die und die und die Verhaltensphänomene in der weiblichen Selektion, was willst du jetzt damit machen? Und dann er, ja, das, wie du auch vorher gesagt hast, das ist patriarchalisch motiviert. Das ist eben, das sind die patriarchalen Strukturen. Das gibt es ja nicht. Da habe ich da auch so mit ihm rumdiskutiert und dann zum Schluss hat er dann auch nur den Einwurf gebracht, das finde ich auch witzig, das kommt auch, finde ich, oft von White Knights. Ja, Vollkorn Jesus, du suchst dir halt auch immer die falschen Frauen aus. Also immer Ja, wieder dieses meine Individualisieren. Fresse, Es sind ja nur Alter. Einzelne so, na, wieder dieses Ding. Heftig. Ja, der Mann, der ist Heftig. dann immer verantwortlich, wenn irgendwas kaputt geht. Ja, der Mann ist schuld. Ja, Ja, wie ich es schon tausendmal gesagt, wenn die Frau fremd geht, war er nicht Manns genug. Wenn der Mann fremd geht, war er ein Arsch. Diese Dynamiken, das ist ja all das Ding, was man immer hört oder was auch so ein Knaller ist. Ja, oh, du brauchst bloß noch mehr Frauen auch als. Oder die weibliche Perspektive in diesem ganzen Red Pill-Frauenthema. Warum fragst du nicht mal Frauen? Das ist ja genau das. Wenn du Frauen fragst, dann bekommst du eine Natürlich steht Politiker, sie nicht dann auf bekommst Alpha. du eine Ja, Politikerantwort. absolut. Und das ist ja genau das Problem. Du musst ja schauen, wie sie sich dann verhalten. Behaviorismus. Da Ja. mag man schießen gegen den, was sie wollen, irgendwie, aber das ist am Ende der Punkt. Das ist ja auch das, was der Tomassi am Anfang sagt mit diesem Behaviorismus, dass es darum eben geht, ich muss halt schauen, was tun die Leute und dann darf ich gerne nur nebenbei anschauen. Das ist ja gerade das Interessante, ne? Dass man eben so rationale und empirische Inkohärenz, also eben, was ich immer nenne, als empirische Diskrepanzen bezeichnet, da findet. Na, dass ich sage das
Und das widerspricht sie aber dem, was sie da gesagt hat, oder es ist irgendwie, sie sagt das und verhält sich anders und so weiter. Das ist ja wichtig, das natürlich über Befragungen, über qualitative Interviews und Studien und sowas zu machen. Aber ich muss es dann eben verbinden Ob es auch mit dem wirklich so ist, Behaviorismus. Ja. ob sich im Verhalten so zeigt, Absolut, weil das, also alles andere ist ja, wäre ja dann Methodik des Machiavellismus, wie wir schon öfter gesagt haben. Das ist ja auch das, was ich so gefährlich finde. Wenn ich das ganze Zeug denie und dann auch noch sage, boah, dann kommen ja beide Seiten rüber wie Arschlöcher, Männer und Frauen, der moralistische Fehlschluss wieder und so weiter. Ja, wenn ich sage, ja, aber wenn das denn so ist und ich das weiterhin durch solche Moralisierungen leugne, dass das, und runterlabere, die Leute kaputt macht, die das behaupten, dass das so ist, ja, dann habe ich eine riesige Bandbreite, sowohl Männer, die das machen, als auch Frauen. Ist mir auch schon passiert, ne, mit dem einen White Knight aus einem gewissen Klimacamp, dem ich da leider kurze Debatte geführt habe, dummerweise, aber das sei jetzt mal in der Länge dieses Videos dahingestellt, ne, und so weiter. Also, sobald ich sage, es existiert keine Mechanik, dann kann ich der beste Pickup-Boy auf Erden werden, zum Beispiel. Also jetzt bei Männern allein schon, ja, weil was Frauen da dann treiben unter dem Banner, dass es gibt dies alles nicht, die Red Pill, also das sei mal dahingestellt, aber was Männer dann auch da treiben unter diesem Banner, auch jetzt auf White Knights bezogen, ja. Ja, ich Also. meine, durch die Leugnung, die Hypergamie-Leugner, ich meine, du siehst es ja trotzdem, weißt du, ich meine, das ist ja das Spannende, auch Ja, bei diesem eben. White Knight-Thema. Ja. Das ist ja gerade der White Knight. Das ist ja das, was ich auch noch kurz einwarf. Es gibt ja nicht nur Beta-White Knights, sondern es gibt ja auch White Knights, die als Nische dieses Feminismus plus White Knight-Tum so innehaben. Und dann halt einfach, weil ich habe auch das Gefühl, White Knighting ist dann Beta, wenn es auf bestimmte Frauen, boah, ich helfe dir jetzt, dir oder sie oder den 10 Freundinnen, die ich da habe auf der Party, dann ist es eher Beta-Move und dann kommt es dann auch eher nicht zum Bunga Oder dadurch. das He for She, das ist ja auch diese ganzen männlichen Feministen, das ist ja Ja. eigentlich der Inbegriff davon, weißt du, ich meine. Genau. Aber es gibt da durchaus auch in diesem Femi-Bereich White Knights, die dieses Alpha, die den Nischen-Alpha geschafft haben durch dieses Ding, indem sie nämlich einfach allgemein heftige Rhetorik gegen Leute schleudern und da auch so dieses Mobbertum so ein bisschen fahren, so nach dem Motto, naja, andere denunzieren. Oh, der hat sie ja voll übergestellt. Oh, der hat den ja als richtig weggebettelt in der Diskussion. Also voll heiß. Ja, also, und er ist ja auch nur in dieser Nische. Er kämpft für unsere Sachen und er kämpft am lautesten und am heftigsten und am aggressivsten. Ja, das kommt dann immer darauf an, in welchem Frame das dann auch wahrgenommen wird, weißt du, ich meine. Naja, Also, wenn wenn es eben, sie. ja, das meine ich ja, wenn das nicht auf eine Frau bezogen ist per se als Individuum, du, dir habe ich jetzt geholfen, sondern wenn das jetzt so ist, so, Junge, du bist Frauenfeind und jetzt mache ich die fertig. Auf welche Arten Es auch ist immer. also ein Statuskampf innerhalb diesen ganzen Rahmens. Weißt du, ich meine, er sagt so, hey, pass mal auf, wie in dem klassischen, paläolithischen Stamm, dass er Ja. eben ihn zurechtweist. Und weil er das eben macht, weil er das eben kann, sagt er, okay, der muss sich Absolut. das leisten Der hat können. die Gruppe in der Hand. Ja. Das ist ja per se der Nischenalpha. Lustig. Ja. Also von dem her, das ist ja witzigerweise das, was da wahrscheinlich funktioniert tatsächlich. Also man hat mit diesem Feminismus lustigerweise eine weitere Nische eröffnet. Ja, aber lustigerweise, ich denke hundertprozentig, dass viele dieser Punktesammler oftmals nur das emotionale Tampon Ja. sein, weil das eben schon so, die Frau weiß es intuitiv, weißt du, ich meine, okay, warum macht er sich überleg doch mal, warum solltest du dich als Mann wirklich für diese Art vom modernen Feminismus stark machen, Ja. wenn du dabei genau, du bist ja dann ein Lobbyist für die Hypergamie und schießt dir ja selber in deine eigene Strategie rein. Ja, Das ist absolut, das ja, ist ja das, was ich meinte, ja. und da gibt es ja vorne herein keinen Trade-off, wie man sagt, keinen Kompromiss, der ihm evolutionären Mehrwert bietet, außer wenn man das betrachtet, okay, der möchte hier der möchte sich dadurch erheben über die anderen. Ja, absolut. Da wäre meine Frage jetzt, Müssen nochmal zum wir. Schluss. Was ist schlimmer, Simping oder White Knighting? Währenddessen natürlich White Knighting in manchen Hinsichten, wie wir ja schon geklärt haben, auch ja Simping ist. Ja, also ich würde sagen, das Zweite, Ja. also Simping, weil, Also echt Simping. ja, Also nicht White Knighting. nee, Okay, weil ich würde sagen weil, White Knighting. Weil ja, ich es glaube, kommt die halt, Markt macht hat es so und ja, so. ich bin aber so ein Kapitalistenschwein, ich denke da bloß an Geldbeutel und Ja, die ja. Sims geben viel, viel mehr Geld aus. Klar sind die harmloser, weil sie nerviger sind, also weniger nervig, aber bei dem Bekannten, den wir da mal hatten, der dann eben so Geld in Twitch reingeschossen hat, um cool zu sein, das ist dann halt auch da, wo ich mir denke, Alter,
Warum, Mann? Die 50 Euro, da hätten wir uns einen lustigen Abend machen können. Ja. Aber natürlich Ja, das ist schon, aber ich meine jetzt von dem ganzen, jetzt vom Gynozentrismus und so weiter ausgehend Ja, und allen Phänomenen der also, Zeit. da sind halt die White Knights schon sehr Das meine ich eben, ja. problematisch, wie sie immer Ja, also du sagen. meintest jetzt nerviger, findest du jetzt einfach Ja, also lustiger. vom Schmerzfaktor, die Sims auf alle Fälle, weil ich dann einfach dann mitfühle und denke mir so, Alter, warum ist der so Blue Pill? Aber auf der anderen Also Seite, für die Sache, was auch immer, also für irgendeine idealistische Sache. ja, Also für für. den, weil ich denke da immer den Selbstrespekt, das fuckt mich so ab, wenn ich das nicht sehe, weißt du, ich meine, wenn ich dann merke, okay, die machen sich so runter in der Hoffnung, oh, jetzt gibt's auch mal Leckerli. Aber halt, um jetzt letztendlich die Gesamtstruktur zu beobachten, sind natürlich männliche White Ja, Knights das vor meine ich. allem Also für diesen Idealismus, meine ich, ja. diejenigen, die dir in den Rücken fallen. Und Ja, vor allem, dieses das ist das aktiv Heftigste. stützen, ja. Das ist das Heftigste. Die Männer sind ja dann meistens die, die dann da aktiv davor gehen, im Vergleich zu irgendwelchen weiblichen feministischen Gazetten, weil sie sich ja dann dadurch wieder Das meine ich irgendwelche. eben. Die Politik der Frau Ja. gegen Männer ist getragen dann eben von White Knights und im Hintergrund stehen die Blue Ja, Pills als klar. Türsteher. Ja, Also aber ich denke die Blue mir, Pill Alphas. warum selber arbeiten, wenn es die Handlanger Natürlich, das machen ist ja können? das, was man oft sieht im Alltag oder in Filmen oder in Phänomenen beim Dating oder im Club, wie man es auch immer sie nennen wollen. Die Frau zeigt und sie springen. Ja. Also das ist ja, das hat man ja im Alltag, das hast du ja überall. Mhm. Also das ist ja auch das, was unter Stichwort Unterverantwortlichkeit oft läuft. Das habe ich auch schon sehr oft beobachtet, dass für gewisse Themen, na, es ist in einer WG ein gewisser Streitpunkt, da ist eine Freundin von einem dabei und die ist dann so, boah, ja, irgendwie das und das fand sie nicht so cool. Dann Ja. ist ihr Freund natürlich gleich, du, kann man das irgendwie abändern, das und das. Wenn das und dann auf der anderen Seite gegen mich was läuft, also ich soll, also von der Frau ausgehend, ich soll irgendwas verändern. Und ich, wenn ich das dann versuche zurückzuspielen, so, also es geht gar nicht. Ja. Also du hast quasi beidseitig als Kerl, hast du dich oder die Welt zu verändern. Und die Frau, wenn ein Problem hat, dann hat auch der Mann sich selbst oder die Welt zu verändern. Ja, das ist so krass. Also das ist eben ne, auch wieder Gamma-Bias und Unterverantwortlichkeit auch richtig interessant danach. Aber ich würde sagen, das ist Ja, jetzt das jetzt haben wir es. Schlusswort und jetzt wird es Zeit, aus diesem kalten Loch zu verschwinden und Nahrungsmittel zu beschaffen. Absolut. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch das näher bringen konnten. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Viert's euch.